Ganz herzlich willkommen zu der neuen Folge, Folge 143 vom Digitec Podcast mit mir am Philipp Donkey Kong Rüeg, mit heute mit Michel Peach Brändle, der Domagoj, der Domagoj Lumastar Belancic. Oh wow, Lumastar, was für eine Ehre, hallo. Und der Luca Yoshi Fontana. Yoshi! ich denke, ich muss ein bisschen abwechseln, weißt du, einfach weil wir jetzt den aktuellen Super Mario Film geschaut haben und ich werde dann vielleicht verstehen, warum wir so komische Figuren müssen hervorheben. Nein, der Luca, der sieht einfach aus wie frisch aus dem Ei geschlüpft. Und darum habe ich gefunden, wie der Yoshi. Ja, genau. Wir reden heute über den neuen Super Mario Bros. Unter anderem, wir haben ja letzte Woche den alten geschaut und heute den neuen. Zusammen sind wir ins Kino gegangen, den werden wir sicher besprechen. Vorher tun wir aber so einen Abgesang oder einen Rückblick reminiszieren. Ich habe vorher das richtige Wort gesucht dafür. Gut, ich habe jetzt drei falsche gesagt. Die E3, die einst wichtigste Game Mess, wird voraussichtlich nicht mehr stattfinden. Sie ist einmal abgesagt worden für das Jahr. Dann werden wir dort ein bisschen einen Rückblick machen und unsere 10 besten Momente präsentieren, inklusive Video oder Audio, für die, die es nochmal hören. Dann gibt es ein paar Gerüchte, unter anderem Harry Potter Serie und eine mögliche PlayStation Handheld. Dann genau, wie gesagt, der Super Mario Bros. Movie. Das Super Mario Bros. The Movie, oder? Nein. Der Super Mario Bros. Movie. Okay, wow. Nummer 1, The. Okay. Ja. Und in der Spielecke noch Everspace 2 und Dredge. Also, dann fangen wir doch gerade mal an mit der E3. Ist lang ist sie unbestritten die wichtigste Messe gewesen. Das ist der Event im Jahr, wenn man sich für Games interessiert hat. Ist immer im Mai gewesen, immer in Los Angeles, Convention Center, LA Convention Center. Genau, im LA Convention Center. Ist ein Business-Mess gewesen, also nicht ein öffentlicher wie eine Gamescom, sondern jetzt sind wirklich einfach Medienleute und Branchenleute sind dort gewesen und dort sind die grössten und wichtigsten Events, Games und Konsolen sind immer dort vorgestellt worden. Lang hat es sie gegeben und jetzt haben sie letzte Woche bekannt gegeben, dass jetzt die dieses Jahr doch nicht wird stattfinden und dann haben wir gefunden, ja gut, komm, schauen wir doch mal zurück, wie lange es die eigentlich schon gibt und warum es sie nicht mehr gibt. Und Tommy, warum? Warum ist das so? Und warum ist sie, wie ist sie entstanden und wie ist sie gegangen? Das ist eine komplizierte Geschichte. komm, jetzt in einem Satz. In einem Satz. Sehr viele Fehler gemacht. Das ist, in einem Satz kann man es zusammenfassen. Und ich bin sehr traurig, dass es nicht mehr gibt, weil es ist irgendwo ein Zitat gelesen und das habe ich sehr gut gefunden. Es war so wie Super Bowl für Gamer gewesen. Wirklich so ein Event, das dich gefreut hast, das ganze Jahr drauf, weil da die geballte Newsladung ist gekommen, neue Games, neue Hardware und das gibt es jetzt vielleicht nie mehr wieder. Aber bevor sie erzählen, wie das Ganze entstanden ist, würde mich vielleicht noch interessieren, Luca und Michel, die haben nicht so tief in diesem Gaming-Thema drin, wie wir das vielleicht sind. Ist die Messe für euch ein Begriff gewesen? Habt ihr das so mitbekommen? Habt ihr etwas mitverfolgt vielleicht auch? Mal das schon. Wir haben es im Vorfeld besprochen, wer ein bisschen so die Rückblick macht und so. Und ich habe es nicht eng genug verfolgt, dass ich kann wirklich sagen kann, so, ja, das war ja der gewesen, weißt du, 2015 ist ja mega ikonisch, ja. Das jenes gewesen. Aber ein Begriff ist es natürlich auf jeden Fall gewesen. Und du hast immer gewusst, wenn E3 ist, kommen die geilen Trailer und Ankündigungen raus. Und da hast du schon mal schon ein bisschen Ausschau gehalten, aber... Nein. Also ich glaube, Begriff, absolut. Du hast sie aber nicht live geschaut? Nein, Luca. Nein, das nicht. Du, Michel? Nein, ja, erst als ich vom Domi gehört habe, dass sie eventuell nicht mehr stattfinden wird, in seinem Tonfall gehört, wie extrem relevant, dass sie muss sein. Allein schon da. Ist ja. Michel! Genau so, mit Nasentüchli da, Tränen in den Augen. Ja, das ist wirklich so passiert, falls ihr nicht das fragt, wenn ihr zuhört. Gut, also schauen wir uns doch an, wie ist die E3 entstanden? Wieso gibt es oder wieso hat es etwas überhaupt gegeben? Wir gehen zurück in die 90er und dort müsst ihr euch vorstellen, die Gaming-Industrie war noch nicht so weit gewesen, wie sie das jetzt ist. Sie war gross gewesen, aber noch nicht so gross, wie sie jetzt ist. Und es hat keine Trade-Show gegeben für Games und für Gaming-Hardware. Die meisten Publisher sind also Trade-Shows wie... Die CES gegangen, die in Las Vegas stand,
findet. Die gibt es ja immer noch. Und dort sind Games wie der letzte Dreck behandelt worden. Ja, sie, sind gleichen, sie sind doch am gleichen Ort wie Pornos irgendwie gewesen. Ja, genau. Genau. Nein. Sega hat eine lustige Geschichte. Sie haben ihre Sega Genesis-Konsole außerhalb vom Messegelände in einem Zelt müssen ausstellen, hinter den Pornoverkäufern. Und wenn es geregnet hat, hat es durch das Zelt geregnet auf die Sega Genesis-Konsole und sie kaputt gemacht. Also wirklich wie der letzte Dreck behandelt. Und mit dem war halt niemand zufrieden gewesen, oder? Es war das Verlangen nach mehr Visibilität da gewesen, nach einer eigenen Trade-Show. Und gleichzeitig, in den 90er Jahren, ist die ESA gegründet worden. Das ist die Electronic Software Association. Damals hat sie anders geheissen, aber ist egal für diesen Podcast jetzt. Und das Ziel von dieser Association war, die Videospielindustrie zu vereinen, also möglichst viele Publisher zu vereinen, damit sie ihre Interessen können vertreten gegenüber Politik, Öffentlichkeit, bla bla bla. Mhm. Und ein konkretes Ziel war, dass sie das Rating-System einführen. Weil dann zumals hat es noch keine Ratings gegeben, also Alterseinstufungen für Games. Und dann ist Killerspieldebatte und Videospiel machen unsere Jugend kaputt, ist sehr aktuell gewesen. Ah, Mortal Kombat und so, hä? Genau, Mortal Combat, super Beispiel, genau. Und die Industrie hat sich selber regulieren mit dem. So. Und nebenbei hat man dann auch gedacht, eben, hey, eine Trade-Show, das wäre doch auch etwas. Wie das genau entstanden ist, ist egal. Das Wichtige ist, 1995 war die erste E3 im LA Convention Center auch noch. Auch schon. Und es hat 40'000 Besucherinnen und Besucher gehabt, voll Erfolg. Und dann war es wirklich nur eine Trade-Show gewesen. Also nur Entwickler, Entwicklerinnen, Journeys und Retail-Leute, also die Leute, die das verkaufen und kaufen, waren dort gewesen. Und die Pressekonferenzen waren sehr, sehr professionell gewesen. Also, könnt ihr euch vorstellen, mit Rednerpult, mit Notizen, die man mitgebracht hat, auf Papier ausgedruckt und dann PowerPoint-Präsentationen im Hintergrund. Also, sehr, sehr Trade-Show. Nicht das Extravagante, das man heute kennt oder was man kennt hat von den E3s aus den letzten Jahren. Dann fast forward, 10 Jahre später, 2005, sind die ersten Probleme entstanden, weil zu diesem Zeitpunkt ist die E3 schon fucking crazy geworden. Es war wirklich außer Kontrolle gewesen schon. Das Messegelände kann man sich so vorstellen, dass das ist keine Trade-Show mehr gewesen, sondern es hat mehr an Consumer-Shows entwickelt. Also die Messestände der Publisher sind so ausgerichtet worden, dass möglichst viele Leute angeschaut werden. Es sind Konzerte gehalten worden auf den Messeständen. In einem geilen Video von Digital Foundry, wo sie aus dem Jahr 2002 ausgraben haben, hat man so eine Halfpipe gesehen, wo Activision aufgestellt hat, wo der Tony Hawk den ganzen Tag hat müssen, eine Halfpipe rumbrettern. Weil das neue Tony Hawk ist rausgekommen dann. Also wirklich absurd. Und Booth Babes, die berühmt-berüchtigen Booth Babes, hat es gehabt, also die halbnackten Frauen, die dort gestanden sind, um die halt grösstenteils männlichen Journalisten in den Messestand reinzulocken. Also es ist wirklich ausgeartet. Und die Publisher hat gesagt, hey, das ist zu teuer. Sie haben 5 bis 10 Millionen pro Stand müssen zahlen. Das sind Kosten einerseits für die Miete gewesen, aber andererseits halt auch, das kannst du mithalten mit den anderen. Weil wenn der neben dir ein Konzert veranstaltet, musst du in deinem Messestand etwas Geiles machen. Und die Kosten haben sich immer wieder aufgeschaukelt. Und das, viele Publisher das gesagt, erinnert, nein. Das erinnert mich an unseren Hero-Fest-Stand, wann ist das? Letztes Jahr, Anfangsjahr, im Oktober, wo wir unseren Stand haben. Und genau neben uns war der Let's Dance-Stand, wo vom Morgen bis am Abend nur Konzert war. Und wir dort nebenan so, ja, geil, Musik. Das nächste Mal müssen wir einfach ein Konzert veranstalten, dann ist es gut an unserem Stand. Genau. Und so geht es weiter. Ja, ich kenne es auch von der Fantasy Basel, wo es einmal noch so Wrestling veranstaltet und auch alles relativ hochschaukelt. Den musst du auch immer hoch mitheben. Gamescom ist einfach wie Gamescom ist das Ganze einfach noch viel, viel grösser. Aber das ist halt eben auch ein Consumer-Mess für Fans. Das ist der Unterschied. Und darum ist es so absurd, dass die Messe so eskaliert ist, 10 Jahre nachdem sie gegründet wurde. Und die Konsequenz aus dem war, dass die ESA gefunden hat, hey, wir schrauben zurück. Und in den nächsten 2 Jahren ist die Messe sehr, sehr klein geworden. Es sind nur noch wenige Besucher und Besucherinnen zugelassen worden. Aber das hat die Leute auch nicht gut gefunden, weil jetzt ist es zu klein geworden. Dann hat Activision zum Beispiel gesagt, wir sind zu gross für die kleine Trade Show. Wir haben World of Warcraft, wir brauchen euch nicht. Und wenn ihr nicht wieder grösser werdet, gehen wir weg. Die Konsequenz davon war, dass sie grösser wurden, ist wieder alles eskaliert, niemand hat etwas dazugelernt. Und der Anfang vom Ende war so ab 2013, würde ich sagen. Und es hat so 3 Gründe, die ich jetzt in der Recherche so ein bisschen herausgefunden habe, die zum Downfall geführt haben von E3. Und der erste war, dass viele Publisher trotzdem sind abgesprungen sind. Obwohl sie gesagt haben, hey, aber wir wollen etwas Grösseres. Es ist grösser geworden, aber dann ist es wieder zu gross geworden. 2013 hat Nintendo zum Beispiel gesagt, sie machen keine Keynote mehr vor Ort. Keynotes, die Pressekonferenzen, sind ein wichtiger Teil von E3.
Und Nintendo hat gefunden, das ist zu teuer, zu aufwendig. Und seitdem haben sie nur noch die Nintendo Directs gemacht, die sie immer noch machen. Also die 2000, vorproduzierten Videos. 2013, welche Konsole haben sie dort noch? Das ist Wii U-Zeit wahrscheinlich gewesen. Also das ist die letzte, die sie noch vorgestellt haben, in dem Fall dort? Bin mir im Fall gar nicht sicher. Du mal weiter, ich mag schon nachschauen, ich nehme jetzt gerade unter. Okay. Auf dem Messegelände waren sie immer noch, aber die Keynotes haben sie nicht mehr gemacht vor Ort. 2016 hat EA Bye-Bye gesagt, die haben ihr eigenes Ding gemacht, ihre eigene Messe gemacht nebenbei und ihre eigene Pressekonferenz. Sony hat 2019 gesagt, nö, wir machen nichts mit, das ist zu teuer, zu blöd. Also sind viele Publisher abgesprungen. Der zweite Punkt, der problematisch war, Fokus auf Fans. Die E3 ist langsam von einer Trade-Show zu einer Consumer-Show geworden. Der Bruch ist so 2015 passiert, wo die ESA gemerkt hat, hey, Influencer und Streamer werden viel wichtiger als Gaming-Journalisten. Weil die Leute informieren sich nicht mehr in Magazinen und irgendwie auf Online-Portalen über Games, sondern sie schauen Streamer zu und entscheiden dann, ob das Game gut ist oder nicht. Und das hat den Journalisten natürlich nicht gefallen, dass sie depriorisiert werden. Richtig eskaliert ist es 2017. Da hat nämlich die ESA 15'000 Tickets für das allgemeine Publikum rausgehauen und da war dann einfach jeder unzufrieden. Das Messegelände war vollgestopft, niemand konnte mehr etwas spielen, weder die Fans noch die Journeys, außer du hast irgendwie Termin mit den Publisher hinter geschlossenen Türen, aber das war ein riesen Chaos. Das bringt mich zum dritten Punkt, scheiß Organisation. In den letzten 10 Jahren ist wirklich die Organisation immer wie schlechter geworden und stellvertretend für das 2019 hat es ein riesen Datenleck gegeben, wo persönliche Informationen von angemeldeten Journalisten geleakt wurden. Und die sind dann teilweise auch belästigt worden daheim und Morddrohungen bekommen. Weil wir wissen, ein Teil der Gaming-Community ist psychisch manchmal nicht so labil. So. Nein. Das sind so drei Punkte, die langsam zum Downfall von E3 geführt haben. Und dann haben wir natürlich 2020 gehabt, wo es wegen Covid gecancelt ist worden. Aber auch wenn es nicht gecancelt wäre worden, wäre die E3 nicht gut gekommen. Weil die E3 hätte dann ein Fan-, Media- und Influencer-Festival sollen werden. Also wirklich ganz weit weg von der Trade-Show. Sie haben sich sogar überlegt, Fast-Passes zu verkaufen. Die kennen wir zum Beispiel aus Disneyland. Also du kaufst ein teures Ticket und dann kannst du früher Games spielen. Das heisst, du kannst die Leute, die eigentlich dort sind zum Arbeiten, kannst mit mehr Geld umgehen und einfach dein Zeug dort spielen. Die spürt sich so nicht wirklich. Übrigens, 2013, also die Wii U ist 2012 rausgekommen. Das heisst, die ist sicher noch der E3 vorgestellt worden, aber in dem Fall die Switch bekanntermaßen ja nicht. Die ist ja dann... genau, ihrem das eigenen Event vorgestellt wurde. Aber dann ist sie ganz am Anfang wirklich ausschließlich für Journalisten zur Verfügung gestanden. Also eben und Journalisten. Und nachher hat es irgendwann einen Bruch gegeben. Also weißt, wie unsere Category bei Digitec, oder? Also die bei uns auch, wo die Leute, die Produktmanager und all die, die das Zeug kaufen, die sind vor allem die gewesen. Die Games machen, also genau die sie verkaufen, oder? Mehr, Digitec. Mhm. Also jetzt, gut, Digitec hat es dort noch gar nicht gegeben. Genau, die Games machen und die darüber berichten, oder? Genau, und dann ein komplettes Chaos mit der Zeit. Offiziell gecancelt ist es dann am 11. März geworden. Stattdessen hat es ein digitales Event gegeben, haben sie zumindest angekündigt. Das ist dann auch gecancelt worden im April. Und dann 2021 hat es ein Digital-Only-Event gegeben. Das hat jeder Scheiße gefunden. Es war absolut irrelevant gewesen. 2022 ist es dann wieder ganz gecancelt worden. Und 2023 hat es ganz gross wieder zurückkommen. Man hat sich einen neuen Organisator gesucht, nämlich ReadPop. Die sind bekannt für so Sachen wie New York Comic Con oder Star Wars Celebration. Also die haben viel Erfahrung mit grossen Conventions. Und ja, die wären gut gewesen. Gell? Ja, so das Gefühl. Also wenn man denen genug Zeit und Vorbereitung hätte gegeben, hätten die schon etwas Gutes auf die Beine gestellt. Und es hat auch gut getönt am Anfang, so wie ich gelesen habe, 2022 im Sommer sind noch relativ viele Publisher sehr, sehr positiv eingestellt gewesen. Aber dann mit der Zeit hat gleich niemand so richtig mitmachen. Im Januar ist Microsoft, Nintendo und Sony ist bekannt worden, dass die sicher nicht werden dabei sein. Im März hat Sega, Ubisoft und Tencent kommuniziert, dass sie nicht werden dabei sein. Und dann ist es passiert, am 30. März ist E3 offiziell abgesagt worden. Ich habe noch ein Interview gefunden mit dem CEO von ESA, der Stanley Pierre Lewis. Und könnt ihr googlen. Es ist sehr unterhaltsames Interview, wenn ihr eingebt gamesindustry.biz und E3 werdet ihr das finden. Ich habe es auch verlinkt in dem Artikel zu der Absage von der E3. Ah, wunderbar. Und das ist das grösste Bullshit-Interview, das ich je gelesen habe. Inwiefern? Seine Antworten gehören wie von einer AI geschrieben. Also, weißt du, da gibt es noch einen Prompt
und er gibt irgendwie eine Textwand zurück, wo gar nicht die Frage beantwortet, die sie eigentlich gestellt haben. Aber so irgendwo tief in dieser Textwand hat man so wie drei Punkte gefunden, die er identifiziert hat. Das erste ist, Timelines für Game-Entwicklung sind durch Covid komplett durcheinander gebracht worden. Die Studios produzieren Games nicht mehr so wie früher und das Timing passt einfach nicht mehr so gut im Juni, um das Zeug vorstellen und Demos machen. Zweiter Punkt, Publisher haben kein Geld mehr, schwierige wirtschaftliche Lage und digitale Präsentationen, also so wie die von Nintendo, werden natürlich immer wichtiger. Und ob die E3 zurückkommt oder nicht, kann er nicht ausschließen, aber wenn sie wird zurückkommen, dann sicher nicht mehr so, wie wir sie kennt haben von früher. Und mit dem ist es auch klar, dass sie eigentlich nicht mehr stattfindet, weil sonst hat man bis jetzt immer gesagt, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Also dann sind wir wieder da in voller Größe. Sie haben es bis jetzt immer gesagt. Und das ist jetzt das erste Mal, nicht einmal das sagen sie. Darum geht man jetzt wirklich davon aus, das ist jetzt eben der letzte Sargnagel gewesen, sozusagen. Bye, bye. Und auf was weicht man jetzt aus als Hardcore-Gaming-Fan? Wenn man gleich die neuesten Sachen spielen und sehen und... Auf 10'000 Livestreams. Es ist wirklich... Eben alles online, selbst schon, aber so... Also, weißt du, als Gaming-Conventions und so Sachen. Genau, als Messe hast du als Normalsterblicher eigentlich eh nicht gehen können an D3, jetzt ausser den paar Jahren, wo es ein paar Leute erlaubt haben. Aber ich meine, selbst zu grossen Zeiten mit 40'000, das ist ja nichts. Oder? Ich meine, da mag ich im Fantasy Basel mithalten. Ja. Und in einer Gamescom mit 600'000 Leute oder so. Oder? Also die Gamescom ist ja die grösste von der Welt. Ja, die. Also das geht steht. Als Konsument geht man schon immer dort. Und die anderen Sachen, die sich eben, glaube ich, Domi, vor zwei Jahren vor allem so entwickelt haben, die Livestream, die wirklich... Unter dem Jeff Keighley, das ist wirklich so ein Branchenprimus, einfach so ein Medienmensch, der mit anderen befreundet ist. Und der macht auch die Game Awards im Dezember. Und der hat eben auch das Summer Games Fest, nennt das, glaube ich, oder? Ja, genau, Summer Game Fest, ja. Dann hat es entlang von dem dann damals all die Pressekonferenzen gegeben, die einfach an der E3 gewesen wären. Und das hat sich im Vorzug einfach so noch weiter gesteigert. Jetzt gibt es x Pressekonferenzen. Also es gibt so... irgendwelche von Kind of Funny Games, wirklich, die einfach so Indie-Games bringen. Dann hat jeder Nintendo, Sony, Microsoft, Electronic Arts, Activision, die haben einfach alle ihre eigenen Events. Und die stellen einfach dort ihre Games vor. Das heisst, du hast jetzt... Es ist gut und schlecht, oder? Du hast es nicht mehr so auf einen Schlag. Dafür ist einfach... Du musst halt 7 Messen sechs Wochen lang... Nein, ist alles online, oder? Aber 6 Wochen lang hast du einfach 2 Streams pro Woche, wo irgendwie... Es ist anstrengend, ja. Ja, ich bin wirklich so ein bisschen dafür und wieder. Es ist auf eine Art noch witzig, weil dann so, heute ist auch wieder irgendwie etwas, wo man noch ein paar geile Sachen hat, aber es ist halt nicht mehr so konzentriert. Und was halt auch fehlt, ist die ganze Live-Geschichte. Ja. Wir werden es dann auch sehen in unseren 10 Highlight-Momenten vor E3. So einen Moment wirst du nie mehr wieder bekommen in den vorproduzierten Streams, die sie machen. Das ist für immer weg. Komm, wir gehen doch gerade richtig sehen, aber wir sind eh schon länger, als wir eigentlich eingeplant haben. Es ist klar gewesen. Es ist einfach... Ja, das ist schon. Ich bin auch wie du. Ich habe mich immer früher auf die E3 gefreut und habe mit den Kollegen zu mir heimgekommen oder die Kollegen. Man hat die geschaut, oder? Das Bier getrunken und hat die E3 geschaut, weil einfach geil, 2 Stunden Games. Und das hat dann einfach mit der Zeit ein bisschen angelassen, hat man es einfach nicht mehr geschaut. Ich habe das Gefühl, die letzte, die ich geschaut habe, ist irgendwie, wo wir zusammen geschaut haben, wo bei EA der Pelé gekommen ist. Und ich meine, die Amis können nichts mit dem anfangen. Die haben eh gefunden, da kommt ein Fußballer. Und das ist einfach völliger Quatsch. Genau, aber eben, es hat in diesen vielen, vielen Jahren hat es eben schon sehr viele spezielle Momente gegeben. Und wir haben uns eben genau auf 10 haben wir uns geeinigt. Wir haben uns 10 rausgesucht und ich würde sagen, wir gehen sie abwechselnd gehen wir sie durch. Mhm. Und chronologisch haben wir sie jetzt geordnet. Und wir spielen dann noch das Video ab dazu. Wir können es euch schon noch kurz erzählen, wenn ihr es nur zulässt. Es ist auch lustig. Es ist vor allem lustig, was man hört. Aber, genau. Komm, magst du vielleicht den Anfang machen? Der war ja auch eine der ersten gewesen, wenn nicht sogar die erste. Was haben wir gesagt? 5? Genau, 1995. Das war ja die erste. Die allererste E3-Konferenz, die es gegeben hat. Ja. Okay. Die eigentlich voll professionell war. Unsere eher trockene Pressekonferenzen und so. Aber Sony hat da eine Bombe rausgehauen, die sehr, sehr grosse Auswirkungen hatte. Wir müssen uns vorstellen, eben 1995, Sega hat an dieser E3 angekündigt, dass ihre Sega Saturn $399 wird kosten. Und Sega war ein etablierter Player im Konsolenbusiness. Und dann kam Sonys Pressekonferenz, wo sie über die PlayStation geredet haben, die noch nicht draussen war.
Und wir haben noch nicht viel über die Konsole gewusst. Vor allem hat man nicht gewusst, wie teuer das die wird sein. Und eben, es war so eine typische PowerPoint-Präsentation gewesen, und plötzlich wird der Steve Race, der Präsident von Sony Computer Entertainment America, wird auf die Bühne beten für eine kurze Präsentation, heisst es. Er kommt ganz langsam auf die Bühne, macht die Spannung noch grösser, mit Notizen in der Hand, also wirklich so die ausgedruckten Notizen, tut sie aufs Rednerpult, tut sie büscheln, er räuspert sich und dann sagt er ein Wort. 299 geht vor die Bühne, Applaus vor Menge von Journalisten, die dort sind. Das heisst, Sony hat den Preis vom Sega Saturn um $100 können unterbieten. Komm, ich und man sagt... Soll ich es gerade schon abspielen? Stimmt, spiel schnell ab, genau. Das spielst du ab. Also genau, man sieht, im Video sieht man eben, der läuft jetzt rauf. Und Applaus. 299. Wirklich, er sagt wirklich... Wie du, ein bisschen kurz, sagt der Name, er sagt die Zahl und dann geht er wieder. Was für ein Power-Move. Ja. Und das ist eben, damals vor allem, weil die auch nicht, die Sony, das war ja noch nichts dort im Konsolen-Business. Ja, ich glaube, niemand hat die so richtig ernst genommen, oder? Und dann kann ich nicht sogar so gewesen, ich habe mal ein Video darüber gesehen, dass eigentlich Sony ursprünglich mit Nintendo zusammen hat will. Also ja, Nintendo ist eigentlich auf Sony zugegangen, um für die nächste Konsole, ich glaube, einen Chip oder so etwas von Sony machen zu lassen. Dann haben sie es aber irgendwie mit, eben hintendurch mit Sega, irgendetwas ist abgegangen. Ja, Nintendo hat Sony dann verarscht. Sie haben, ich glaube, mit Philips zusammen geschafft und es gibt ja die Nintendo PlayStation, der Prototyp gibt es ja. Ja. Und genau, die haben dann, glaube ich, mit Philips dann zusammen geschafft für die Game... Cube. Nein, das war früher. Jetzt bin ich gar nicht sicher, welche Konsole das ist. Es war wahrscheinlich sogar Nintendo 64 in dieser Zeit, oder? Es ist einfach, genau, weil es ist einfach darum gegangen, Nintendo hat wollen, es ist um ein Laufwerk gegangen. Es hat noch keine Konsole gegeben mit CD-Laufwerk. Und PlayStation war dann die erste, gewesen, respektive der Sega Saturn, oder? Das ist oben CD, ja, genau. Hätte ich jetzt gesagt. Und Nintendo hat natürlich auch wollen. Und ich habe eben das Gefühl, sie haben sich dann eben dagegen entschieden. Genau das ist es eben, so ist es, glaube ich, gewesen. Geschichte so oft gelesen und wieder vergessen. Haben sich, glaube ich, dagegen entschieden. Haben dann den Nintendo 64 gebracht, der ein riesen Erfolg geworden ist. So meinte ich es, dass die dann eben rausgekommen ist. Genau, und, ja, habe ich auch so im Kopf. Und später haben sie es dann mit der GameCube und komischen Minidiscs da irgendwie. Ja, ja. Nicht Minidisc-Trademark, sondern das wäre wieder Sony, sondern natürlich ihre eigenen kleinen. Ja, genau. Und Sony hat im Gegenzug quasi dann gefunden, fuck it, wir machen unsere eigene Konsole und der Rest ist Geschichte. Genau. Und ja, das ist nicht eben, so. Wahrscheinlich die Ankündigung, die $100 weniger, haben so viel ausgelöst und mit dem... hat Sony sich mit diesem kompetitiven Price Point hat sich Sony wie als neue Player können positionieren in diesem umkämpften Konsolen-Business. Darum ist der Moment so ikonisch. Und auch weil er später auf ein anderes Jahr wieder zurückkommen wird. Genau. Wir kommen gleich dazu. Karma. Genau, Karma, unser Bitch. Okay. Der nächste Moment, wo wir uns aufgeschrieben haben, war 2004 bei Nintendo. Eben Nintendo riesiger Player und so. Und eben die Pressekonferenzen sind ja jetzt, wie wir es hier gesehen haben, eigentlich eher so eine trockene Angelegenheit gewesen. Und es ist, ich glaube 2003, oder ich weiß nicht genau, wann er angefangen hat, ein bisschen vorher jedenfalls, hat der Reggie Fils-Aimé bei Nintendo angefangen zu arbeiten im Sales und Marketing. Später war er dann auch der COO gewesen, also eigentlich der Chef von der US-Sparte von Nintendo, oder? Weil das ist ja immer noch eine japanische Firma eigentlich. Und eben, wie gesagt, eher trocken. Und das war sozusagen sein erster öffentlicher Auftritt. Er hat die Pressekonferenz geleitet und er hat sich mit seinem ersten Auftritt eigentlich gerade irgendwie so ein bisschen etabliert, so ein Kultstatus. Mit einem bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ich tue dich mal zuerst das Video abspielen, wie er da gekommen ist. Und das, am Anfang ist schon ein Trailer gekommen und dann ist er zum ersten Mal auf die Bühne gekommen. My name is Reggie. I'm about kicking ass. I'm about taking names. And we're about making games. Genau. Mit dem Spruch und dann ein Trailer zu. Ich weiß es nicht einmal. Metroid, ja genau. Metroid Returns, hä? Siehst du, das hätte ich jetzt nicht mal mehr gewusst. Der Spruch eben, den kennt man aus dem. Wie heißt der Film aus den 80er? Alive? Nein. They Live. Aus They Live natürlich, vom Carpenter.
Und ja, mit dem Spruch irgendwie, einfach, weiss, eben so eine furztrochene Event normalerweise, und dann kommt einfach einer, der irgendwie so sprüchlich klopft. Und dann war es undenkbar, dass ein jemand von Nintendo auf der Bühne genau Ass sagt. Ein Riesenskandal. Ja. Das geht gar nicht. Das stimmt, wirklich. Das Familienunternehmen da in das Schimpfurzeit. Unvorstellbar gewesen. Wir haben da in Amerika wahrscheinlich rausgeschnitten. Nein, da müsste, glaube ich, in dem sind sie nicht so heikel. Also, ja, schon auch. Brüste hat jetzt rausgeschnitten. Aber, ja, genau. Das stimmt. Schlimmer. Genau, das geht noch. Es gibt ja noch Nintendo of America. Das ist vielleicht ein bisschen weniger. Ja, gut, die sind natürlich auch, die Japaner sind natürlich auch dort gewesen. Die haben meistens auch noch irgendeinen Auftritt gehabt, respektive der kommt dann, der geht als nächstes. Aber der Reggie Fils-Aimé, wirklich, der ist so ein. Der richtig berühmt wurde. Das hat so Celebrity Deathmatch, was haben wir das noch kennen? Von MTV, die Knetfigurenkämpfe. Der ist dort auch mal vorgekommen. Es hat eine Muppets-Show. And good fight. Ja, genau. So Muppets-Special hat es gegeben. Und nein, eben, der ist wirklich mit dem Ding, das sich unsterblich gemacht. Und genau, aber an dieser Pressekonferenz hat Nintendo ja noch abgedoppelt, oder Domi? Genau, wir bleiben im Jahr 2004 bei Nintendo. Der ist nämlich The Legend of Zelda vorgestellt worden. Und als Kontext, wieso das so wichtig war, GameCube ist rausgekommen und es war ein Riesensprung grafisch im Vergleich zur Nintendo 64-Konsole. Und alle haben sich auf das neue Zelda gefreut, das geile Grafik wird haben. Und 2000, im Jahr 2000, an Space World, das ist eine andere Konferenz, haben sie eine Zelda-Grafik-Demo gezeigt, die wirklich, es hat hure geil ausgesehen für die Zeit und realistisch, dunkel, also erwachsen hat das Spiel ausgesehen. Und dann 2002 kommt The Legend of Zelda Wind Waker raus. Und Wind Waker, für alle, die es nicht kennen, ist absolute Cartoon-Optik, bunt und kindlich. Also das komplette Gegenteil von dieser Tech-Demo, die sie gezeigt haben. Und die Fans um den Globus herum waren wütend, enttäuscht, dass sie das Zelda nicht bekommen haben, das dort gezeigt wurde. Und dann ist Zelda angekündigt worden am Ende dieser Keynote 2004. Und ich glaube, am besten spielen wir kurz den Ausschnitt ab, dass man so ein bisschen die Atmosphäre mitbekommt. Genau, das ist jetzt gerade so der Schluss von dem Trailer, weil dort ja dann noch etwas kommt. Der Shigeru Miyamoto steht plötzlich auf der Bühne mit Schwert und Schild in der Hand. Und die Leute stehen auf, klatschen, schreien «Who's the man? Who's the man?» und brechen einfach in Tränen aus. Ja, das ist... es ist genau so geschnitten, eben, dass man sieht den Link mit dem Schwert und er ist genau gleich positioniert. Und die Kamera hat ihn genau so gewechselt zum Schöpfer von Zelda und grossen Nintendo-Marken eigentlich. Voll. Und eben, das ist einfach so krass die Reaktion gewesen, weil so lange die Leute auf so eine Zelda gewartet haben, dann enttäuscht sie worden und nachher kommt plötzlich in diesem Trailer alles, was sie je wollen. Übrigens, aus dieser Präsentation hat es so ein Meme gegeben, das ihr vielleicht kennt, von diesen vier Leuten, die auf dem Sofa hocken und so gegen vorne gelehnt sind und Richtung Sofa zeigen und sich alle hure freuen. Das war eine Reaktion gewesen, von IGN-Leuten, glaube ich, die das geschaut haben. Also aus dem sind auch Memes entstanden. Absolut ikonische Momente. Ja, dann der nächste ikonische Moment war zwei Jahre später, wiederum Sony, aber diesmal eben ist das Ganze hinten raus und das ist so, das hat sich auch so als wichtiger Moment so etabliert in der Branche, weil Sony vom hohen Ross, oder PlayStation 2 ist ja dort zwischendurch dann schon rausgekommen, ist ja, glaube ich, immer noch momentan die erfolgreichste, meistverkaufte Konsole aller Zeiten, oder? Ich glaube, Thomas ist es noch, ja. Und oder wirklich so vom typisch Sony vom höheren Ross. Später ist dann das Gleiche wie der Microsoft passiert und so. Es hat sich immer so ein bisschen abgewechselt, bis man dann mal gelernt hat, dass man vielleicht sich mal ein bisschen zurückhalten soll. Aber sie sind dort reingepratscht mit irgendeiner Präsentation, die nicht richtig angekommen ist. Und dann, ich weiß auch nicht, ob wir das dort schon gewusst haben, aber die PlayStation 3, die sie dort vorgestellt haben, mit dem Cell-Shading-Prozess, es ist dann alles ein riesiges Debakel geworden. Eben auch mit dem Trailer, wo es
Genau, ich kann mal ein Beispiel aus dem Trailer zeigen, wo sie ein Game vorgestellt haben, wo eben so im historischen Japan soll sein, realistisch und so, und dann einfach im einen Moment, wo, genau, Japanese History, aber der Kampf, wo wirklich stattgefunden hat, und was sieht man in dem Moment? Ein gigantischer Krebs, wo einfach irgendwie anspringt. Und das ist so ein bisschen, das hat einfach sehr gut das zusammengefasst, ein bisschen, wie sie offenbar einfach nicht so recht geschnallt haben, was sie da überhaupt präsentieren. Aber der wirklich der grösste Moment, Schockmoment, muss man fast sagen, ist dann gewesen, wo sie den Preis bekannt gegeben haben. Und der hat damals für die PlayStation 3 mit 60 GB $600 gekostet. Und ich glaube, bei uns sind das eben dann etwa 700 Franken gewesen. Ich weiss noch, mein Kollege hat für die PlayStation 3, ich glaube, mit einem Game und einem Controller über 1000 Stutz gezahlt. Holy moly. Hey, das ist wirklich, ich weiss, yes, wo wir von dem geredet haben. Einfach, ich glaube, die alten Konsolen müssen eintauschen und sonst noch irgendwo Geld und so. Und dann wirklich ein Tausiger. Das ist unvorstellbar. Das ist eine Konsole. Ja. Hey, und auch heute noch, wieso, würde ich sagen. Also, ja. Also. Und du hast nicht, hat ja nicht irgendwie viel gekauft. Das ist wieso, das ist eigentlich das Standard-Package, das viele gekauft haben. Also Package, ja, im Sinn von, du hast meistens einen zweiten Controller gekauft, weil eh dort mega viel Coop gespielt hast. Die grössere nimmst eh, die kleine war 20 GB mit 500 Stutz. Und hey, einfach einen hohen Preis. Und das, ja, hat einfach, es war so teuer gewesen wie die Wii und Xbox 360 zusammen zu dieser Zeit. Du hättest zwei andere Konsolen können kaufen oder eine PS3. Ja. Das ist wirklich, das ist einfach birreweich gewesen. Also, habe ich eigentlich die, das ist ja der Giant Crab. Ich habe den anderen eigentlich noch. Wo ist der Preis? Dort ist einfach, wo ist der Preis angekündigt, da ist einfach, du hörst nichts. Ist einfach still. Die ganze Zahl ist einfach still. Das kann man nicht Bau rufen, aber es ist einfach still gewesen. Ja, komm, aber weiter dafür, wieder positiv, wieder abgegangen ist es ein Jahr später, oder Domi? Nintendo 2007, genau, die Geburt von einem Meme. Wer von euch kennt noch das Wii Balance Board und Wii Fit, hat das Spiel geheissen? Hat ihr das gespielt früher? Nein. Ja, ich habe sogar mal beim Wettbewerb von Rivella habe ich da gewonnen. Und dort habe ich noch den Sport für mich entdeckt und habe Yoga gemacht und so. Ah, geil. Super. Das war grossartig. Hey, das war unglaublich erfolgreich, das Balance Board im Fall. Das glaubst du nicht? Das war krass. Und vorgestellt ist es worden eben 2007 an dieser Keynote, ganz am Schluss. Haben sie es präsentiert auf der Bühne und live präsentiert, was das Zeug kann. Und es kann ja nicht nur eben deine Bewegung erkennen, wie du auf dem Board stehst, sondern auch dein Gewicht messen und so weiter und so fort. Und der Reggie hat für eine Demonstration, also der Reggie Fils-Aimé, den wir schon von 2004 kennen, der, wo Kicking Ass gesagt hat, hat für eine Präsentation auf das Board müssen stehen und hat dann einen Satz Lakaien, ganz spontan, der zu einem riesen Meme ist worden in der Nintendo Community. Ich glaube, da haben wir auch etwas vorbereitet. Ja, zum Abspiel, genau. Und dann, ihr müsst euch den Reggie vorstellen, das ist irgendwie so, der ist gefühlt 2 Meter gross, und er sieht eigentlich ernst aus. Er denkt, also wenn er nicht lacht, dann hat er das Gefühl, so, fitzt mir jetzt den gerade aus. Er ist eigentlich so ein bisschen einschüchternde Person, aber offenbar recht ein lustiger, genau. Und der hat das gesagt, ja. Is do a what we call a body check on somebody. So today I think we'll do it with Reggie. Hi. Genau, er läuft auf die Bühne. My body is ready. Hi. My body is ready. Und das Publikum weiß nicht, wie sie darauf so reagieren. Es ist erst ganz still. Und er langsam fängt sich an lachen. My body steht er mit, is ready. Mit seinen Socken steht er noch nicht auf einem Balance Board. Und das ist also in Nintendo, mit Socken. Ja, genau. In Nintendo Community ist dann bei jeder Pressekonferenz von Nintendo ist das gesagt worden, so my body is ready, ich bin parat für die Pressekonferenz. Let's go. Das ist so ein Meme geworden, ja. Und er hat sogar in seiner Abschiedsrede, der ist ja nicht mehr aktiv, 2019 ist er zurückgetreten, hat er so ein mega emotionales Abschiedsvideo veröffentlicht für alle Fans, die ihn mitbegleitet haben. Und dort hat er das natürlich auch nochmal referenziert, sein grösstes Meme, das er erzeugt hat. Und nachdem ist er sowieso zum Meme-Lord geworden und hat es voll akzeptiert, dass er vermimt wird. Und die Pressekonferenz und die Nintendo Directs, wo er sich kam, haben auch mit dem gespielt und extra so komische Situationen entstehen, wo er sich komisch verhält. Genau. Ja, also dann genau die nächste, wo ich mir oder mehr ausgesucht haben, ist 2010 gewesen, und zwar bei Sony wiederum. Wieder mal ein bisschen positiver Event. Und eben, das ist auch noch
immer noch so im Zuge von der PlayStation 3 gewesen. Die hat sich mittlerweile ein bisschen erholt, oder? Eben vom harzigen Start. Sie hat sich schlussendlich dann weltweit gleich gut verkaufen wie die Xbox 360, obwohl die gerade in den USA ist die Xbox durchgestartet, oder? Die PlayStation eigentlich keine Chance gehabt. Und dort hat es aber einen gegeben, der Gabe Newell, der Chef von Valve und Steam, der eben mal gesagt hat, PlayStation 3, kompletter Scheissdreck, Zeitverschwendung und so. Und dann gibt es die Pressekonferenz und dann hört man so die Roboterstimme, wo jeder, der eben die Games von Valve gespielt hat, gerade erkennt. So ich tue die vielleicht auch noch kurz einspielen, damit die auch noch geschwind hören. Wo ist es jetzt da? Genau, da müssen wir jetzt mal hören. An important announcement from the Aperture Science Emergency Surprise System. Oder, also die Stimme, wer es kennt, das ist einfach die Stimme von Portal und von die Roboterstimme. Die kündet da eine Überraschung und wer läuft auf die Bühne? Meine Notizen. Ein grosser Mann, der Gabe Newell. Hi, my name is Gabe Newell and I work at Valve. Now, I've been pretty outspoken in my comments about the current generation of game consoles. So I'd really like to thank everyone at Sony for their gracious hospitality and for not repeatedly punching me in the face. Also eben, er bedankt sich für die Gastfreundschaft von Sony und dass sie eben nicht ständig alles reinbretschen, weil er sie eben so abgeputzt hat. Und warum er dort war, ist, er hat dort im gleichen Jahr haben sie Portal 2 vorgestellt, der Nachfolger zu einem extrem genialen so Puzzle-Game. Und dort haben sie es eben vorgestellt, dass das auf die PlayStation kommt. Und das war halt wirklich ein Knüller gewesen. Erstens, der Gabe Newell ist auch einer, der sich jetzt nicht sehr oft öffentlich gezeigt hat. Und dass er dann wirklich auch noch auf die Bühne kommt, von Konsolen herstellen. Er ist sozusagen der Repräsentant von der PC Master Race und stellt vor, dass Portal auch auf die PlayStation kommt. Es ist dann auch auf die Xbox gekommen. Und offenbar ist ja die PlayStation-Version die am schlechtesten gelaufen ist. Aber hat er extra gemacht. Aber das hat man dort ja nicht gewusst. Genau. Ja, und der nächste gute Moment ist dann schon wieder ein Jahr später gekommen. 2011 bei Ubisoft haben sie einen Moderator in ihrer Keynote, der den Spitznamen Mr. Caffeine bekommen hat. Sein Präsentationsstil. So war es, als hätte er 2 Red Bulls und 3 Espresso Doppio hinterher geleert. Vielleicht auch noch gekokst, ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich, hast nicht 5 Minuten können zuschauen und bist selber nervös geworden. Und seine Jokes sind einfach alle nicht gelandet. Jeder Joke war einfach still im Saal. Irgendjemand hat es beschrieben, Michael Scott goes to E3. So von den Jokes her. Oh, von The Office. Oder? Ja, genau. Michael Scott von The Office. Es hat wirklich so ein bisschen die Vibes gehabt. Haben wir zu dem auch einen Ausschnitt? Das Video ist einfach zusammengeschnitten mit seinen Sachen und ich lasse einfach mal 10 Sekunden dann mal laufen. Hey, wanna come over and play my Wii? We should connect. And thanks to the Sony Move, here, hold my Joy-Wand. Yes, I'm not afraid of a few dick jokes. Was ist niemand lacht? Gott. Also dick jokes hat er auch gebracht, ja. Sharing. Es ist wirklich alle Witze und er macht und immer so das typische Warten, als das Lachen kommt. Und es ist einfach mucksmäusli still. Es ist so lustig. Und einfach die Leute sind normalerweise so gepumpt und so. Ja, genau. Man hat es gesehen vorher, oder? Bei jeder Ankündigung. Standing Ovations. Yeah. Ja. Und hier still im Saal. So gut. So niemand zum Zuschauen. Als ob jemand einen Prank mit ihm gemacht hätte. Du weißt, irgendwie irgendetwas vorbereitet und so. Und das Publikum hat gesagt, einfach immer still sein. Hey, hold my Joy-Con. Oh Mann, nice. So gut. Ja, das war lustig. Aber im Nachhinein zum Schauen. Genau, ich habe dann 2013, dort hat es wieder Standing Ovations gegeben. Und dort ist es darum gegangen, 2013 haben beide, also Sony und Microsoft, haben ihre neue Konsole vorgestellt. Und ich war dort noch an dem, ich überlege gerade, ist das, genau, der muss natürlich zuerst gewesen sein. Am Microsoft-Event bin ich dort noch in den USA. Und da haben sie über ihre Xbox One vorgestellt. Und das war eigentlich eine komische Konsole gewesen, mit dieser Verbundenheit mit dem Fernseher. Das heißt, du konntest Fernsehen schauen auf der Konsole. Ja. Und was sie dann auch propagiert haben, eben, die ist immer online, eben, weil die muss das ganze Zeug verbinden, super und so. Und was in dem Zuge dann halt auch war, ist, dass du den Games nicht mehr teilen, oder? Weil immer online und Games gibt es keinen Secondhand-Markt mehr, oder? Weil die
wie im PC sind die schlussendlich die Games. Sie sind bunter noch die, irgendwie deinen Account oder so. Ich weiß nicht genau, wie sie es erklärt haben. Aber man hätte den Games nicht mehr können teilen. Oder? Also es geht auch um physische Games, das ist jetzt ja, krass, genau. Oder? Also wenn genau. du das Game physisch gekauft hast, hast du es nicht deinem Kollegen können geben zum Spielen, ja. weil das ist an die Account gebunden ja. Und genau, das sollte man dort wie so, fuck, es geht, also, oder? Also es ist ein Aufschrei gegeben, weil, ja. ja eben, ich meine, es ist ja heute noch so, du kannst deine Games eigentlich immer noch mit Einschränkungen weitergehen. Und weil eben Sony ist eben traditionellerweise immer nach Microsoft gekommen bei diesen Pressekonferenzen. Und das haben sie schon ein paar Mal genutzt, um in das hineinwürgen. Aber ich glaube, es ist ihnen nie besser gelungen, wie eben 2013, wo ja, sie natürlich dann... Weil man hat Gerüchte zufolge, oder ich glaube, man weiß es auch ziemlich genau, haben sie genau das Gleiche vorgehabt. Also sie haben das auch so wollen machen, sie sind auch on, always on und all das, weil Konsolen herstellen wollen ja nicht, dass du Games verkaufst. Dann verdienen sie nichts. Sie wollen, dass du es bei ihnen kaufst. Aber sie haben einfach gemerkt, okay, das, da machen wir jetzt einfach besser, wenn wir das nicht machen. Und da kommt Jim Ryan, heisst er, glaube ich, gell? Der Sony-Chef. Es war jedenfalls der Sony-Chef. Ja, ich glaube der. Jedenfalls der Sony-Chef ist auf die Bühne gekommen und ja... Und hat dann da das der Rock gesagt. For instance, PlayStation 4 won't impose any new restrictions on the use of PS4 games. Okay, es ist ein bisschen leisig, aber genau, er hat gesagt, PlayStation wird keine neue, das ist auch keine Lust, weil er gesagt hat, er sagt eigentlich nur, es wird gleich bleiben wie jetzt. Ja, genau. Und für das keine neuen Einschränkungen. Und im Video hört man es wie nicht so, aber ich habe es von Journalisten, die da waren, die gesagt, wirklich, alle sind gestanden oder einfach Standing Ovation und die Leute haben wirklich laut Hals gejubelt. Ja! Es bleibt wie geilste! Und das sind Medienleute. Das ist nicht, oder das ist nicht Gamescom mit Fans. Und die haben voll gejubelt und danach nochmal, wo sie dann noch gesagt haben, dass man eben Games auch teilen kann. Also kein Online-Ding und so, da haben sie nochmal gejubelt. Wirklich zweimal einfach krasse Standing Ovations. Und die Leute haben sie voll gefeiert, für das sie einfach nichts geändert haben. Das ist ein hure Coup gewesen. Das ist wirklich, ja. Und sie haben dann anschliessend auch noch so ein Video veröffentlicht vom der Sony-Chef oder die beiden Sony-Chefen. Weiss gar nicht, wer drin vorkommt, aber wo so eine Anleitung, wie man ein Game kann teilen kann. Und du siehst einfach den einen, gibt einfach einem anderen ein Game in die Hand. Fertiges Video. Aber ich kann noch mal einen reinwürgen. Sehr lustig. Sharing. Game Sharing. Ja. Genau, Sharing is Caring. Gut, kommt der zweitletzte Moment, der war 2015 gewesen, Domi. Ja, Sony hat einen hohen Run gehabt in dieser Zeit mit Pressekonferenzen. 2015 wird als Pressekonferenz bezeichnet, wo alle Träume von den Gamern wahr wurden. sie haben nämlich drei Games aus der Versenkung geholt, wo niemand mehr daran gedacht hat, dass die irgendwann zurückkommen. Das erste Game ist The Last Guardian, ein Spiel von den Ico-Macher. Das ist ein Spiel, das auf der PS2 rausgekommen ist, ein Kult-Klassiker. Und das war ein seltenes neues Spiel von ihnen, das ursprünglich an E3 2009 vorgestellt wurde. Und dann hat man nie mehr etwas davon gehört. Kein Trailer, kein Kommentar von den Sony-Leuten. Alle denken, das Spiel ist tot. Und dann plötzlich zeigen sie einen Trailer zu diesem Spiel und sagen, hey, das kommt nächstes Jahr raus. Wieder eben Standing Ovations, unglaubliches euphorisches Publikum und dann wird es noch besser. Final Fantasy VII, das ist ein Spiel, das 1997 auf der PS1 rausgekommen ist, absoluter Klassiker. Und Gerüchte um ein Remake schwirren schon seit 2005 herum, wo es dann auch eine PS3-Tech-Demo hat gegeben, die gezeigt hat, wie könnte das Game auf der PS3 aussehen. Und die Fans sind jedes Mal enttäuscht worden mit Fake-Ankündigungen. Zum Beispiel E3 2014 haben sie angekündigt, Final Fantasy VII kommt auf der PS4 raus. Aber auch das Game von 1997. jedes Mal ist so, ja, endlich kommt es. Nein, das ist nur das Game. Und das Mal ist wirklich passiert, Final Fantasy VII. Und das dritte Game noch, Shenmue 3. Shenmue ist auch ein Kultklassiker, der 1999 erschienen ist, auf dem Dreamcast, wo so ein bisschen das Storytelling in Games revolutioniert hat, würde ich sagen. Und das Blöde an dem ist, die Geschichte ist nie fertig erzählt worden. Shenmue 1 und Shenmue 2 ist rausgekommen und man hat nie gewusst, wie die Geschichte endet. Es hat mit einem Cliffhanger geendet. Und nachher, irgendwie eben 15 Jahre später, plötzlich auf der Bühne, kündigt Sony an, Shenmue 3 kommt zurück. Also so drei wirklich absolut unglaubliche Games in einer Konferenz drin. Und es hat natürlich auch eben zu Standing Ovations und Tränen in den Augen geführt bei den Leuten vor Ort. Genau. Ich habe im Fall nur noch ein Video drin von, das ist ein
Das ist, so ein schlimmer Moment war es gar nicht gewesen, aber es ist wie so, es hat es einfach irgendwie nie gegeben in der Pressekonferenz, dass es mal irgendwie Hiccups oder irgendein Problem gibt. Und das war dann noch, halt einfach irgendwie lustig gewesen beim Uncharted 4. Die High hast du eben nur den Trailer gesehen, weil sie dann umschalten umschalten in den Konferenzen, wenn du die High schaust auf Vollbild, dann siehst du das Video vom neuen Uncharted 4. Und der Nathan Drake steht dann einfach irgendwie, da kommt dann so eine Szene und du merkst, jetzt müsst ihr euch weiterlaufen. Und er bleibt einfach etwa 20 Sekunden stehen. Und die haben aber dort oft wirklich einen Bug gehabt, hat es im Ding, hat man es dann gesehen in der Konferenz. Also die Leute haben es, ist ja logisch, die Leute haben es natürlich gefilmt, oder? Mega schlechte Qualität. Aber du siehst dann auf der Bühne einen mega hektisch irgendwie mit Controller hin und her hantiert, weil irgendwie der keine Verbindung mehr gehabt hat und so. Und die Figur hat einfach, es hat Dinge nicht funktioniert. Aber wie gesagt, ey, das war PlayStation 4 und sie sind im, es hat sogar das mögen verkraften, oder? Aber sie haben dann einfach in einer Hektik Dinge neu müssen verbinden oder was auch immer, bis sie es dann irgendwie angebracht haben. Das war einfach ein lustiger Moment gewesen. Und so einen Moment hast du auch nicht mehr bei den vorproduzierten Sachen. So Live-Sachen, die schief gehen, ist auch immer sehr lustig gewesen. Genau. Genau, kommt dann der letzte Moment, den kennen vermutlich die meisten noch. Ich nehme an, Luca und Michel, den kennen ihr vielleicht auch noch. Was haben das Gefühl, haben wir noch für einen Moment? Soll ich spoilern? Ich bin mir ziemlich sicher. Es kann nur noch einen geben. Ja, dann wird es auch der sein. Genau, das war 2019 bei der Xbox-Pressekonferenz. Und dort haben sie Cyberpunk 2077 ist ja wirklich so das gehypteste Game gewesen, in der Zeit, was es überhaupt gegeben hat. Und man hat schon vieles gewusst dort. Also das Game schon diverse Trailers gegeben. Und dort haben sie dann einfach mal einen neuen gezeigt. Und dort hat man dann als zum ersten Mal, ich glaube, das ist dort zum ersten Mal gewesen, hat man den Johnny Silverhand gesehen. Die Kamera oder schwenkt so, also es steht ein Typ dort und die Kamera schwenkt dann, glaube ich, runter und du siehst, das ist der Keanu Reeves. Der Trailer fertig, wer kommt auf die Bühne? Der Keanu Reeves, wirklich. Und die Leute wirklich sind ausgerastet. Also irgendwie, oder? Der ist ja auch seit, ab wann ist der in dem Höch eigentlich? Ich sage schon, ab der John Wick Jahren. Film. Ab der John Wick Film, ab dem ersten John Wick Film ist das wirklich so. Ja. der ist einfach der Star und so viele so wirklich Promis hat es eben in dieser E3 auch gar nicht gehabt und vor allem niemand so gross wie der. Und das hat irgendwie perfekt gepasst. Die Leute haben den voll gefeiert, oder? Und dann aber das, was den Moment sozusagen unvergesslich gemacht hat, ist, wo er eben, er muss dann da unterlachend erzählt, versucht er auch seinen Text runterzulesen und wird wieder immer unterbrochen. Und dann kommt dann eben das. Okay, but let me tell you. The feeling of being there, of walking the streets of the future, is really going to be breathtaking. Er erzählt euch, dass der Moment ist breathtaking, dort rumzulaufen, atemberaubend, und dann einer ruft ihn, du bist atemberaubend, und dann nein, so, du bist atemberaubend, und das ist dann das Meme für immer. You are breathtaking, das Meme mit dem Uno Reverse Card. You are breathtaking. Yeah, genau. Und mit Uno Reverse Card. You are breathtaking. Das ist... eigentlich ist es noch passend, dass ja das auch die letzte E3 ist und die eigentlich mit einem von den besten Momenten aufgehört hat. Stimmt. Ja, das ist die E3 gewesen und vermutlich wird es die letzte sein und auch wenn, also so gut wird sie nie mehr. Genau, jetzt sind wir aber doch schon länger dran, als wir gedacht haben, respektive denken kann ich schon. machen aber gleich noch, ich würde sagen, machen noch kurz die News und dann machen wir ein kurzes Päuschen. Und ich würde sagen, genau, willst du, Luca, anfangen mit deinen Harry Potter News? Ja, du, von einem Höch zum nächsten Höch. Die ganze Woche hat jetzt auch schon wirklich die News die Runde gemacht, dass eine HBO-Serie von Harry Potter in Planung sei. Beziehungsweise die einen Newsportale haben sogar schon berichtet, dass es fix sei. Das ist aber noch ein bisschen voreilig. Wir sind noch nicht ganz dort, wo das grüne Licht ist. Aber offenbar ist man bei Warner Bros. Wirklich mit HBO Max einiges eine Serie geben. Wir haben ja in der letzten Woche darüber geredet, eigentlich eine Hogwarts Legacy-Serie. Neu ist jetzt wirklich, dass dreht ist von einem Harry Potter Remake. Also, dass man die Bücher nochmal neu verfilmt, in Serienform. Okay. Und dass eigentlich jedes Buch eine Staffel dann ist, oder? Hat man super. Auch schön. Das ist die Idee dahinter. Und woran, was ist jetzt noch das Problem? Warum ist es noch nicht fix? Weil man noch in Verhandlungen mit der Joanne K. Rowling ist, inwiefern genau ihre Rolle in dem Ganzen aussieht. Wir wissen ja, also wer
wer gerade hinter dem Mond lebt, weiss um die ganzen Kontroversen rund um J.K. Rowling und so weiter. Hogwarts Legacy, müssen wir, glaube ich, gar nicht gross ausführen. Auf jeden Fall ist das natürlich, ja, sie hat Recht. Das heisst, sie müsste theoretisch eigentlich relativ viel Mitspracherecht haben oder dürfte sich das rausnehmen. Viel Mitspracherecht zu haben. Die Frage ist, ob sie das will, ob sie das überhaupt noch will. Vielleicht sagt sie, du, wir haben schon Film und alles. Und ja, wie will man das genau kommunizieren, ohne dass es einen Shitstorm gibt, oder? Also, da wird jetzt noch ein bisschen im Moment verhandelt, wie man das genau machen will, wie man das genau handhaben will. Aber eigentlich ist man sich dadurch bei Warner Bros. Eigentlich schon seit Jahren ist man ja schon dran. Die Business-Einheit hat es schon vor, ich glaube 2017, 2018 umeinander, hat eigentlich schon an diesen Relations geschafft, hat eigentlich schon daran geschafft, irgendwie Harry Potter wieder zurückzubringen. Aber dann ist ja das ganze Merger-Zeug zwischen Warner Bros. Und Discovery, neue Chefs, neue Führungsabteilungen, die Business-Abteilung ist dann eben aufgelöst worden, wo sich eigentlich um das jetzt kümmern. Aber wir sind jetzt wieder zurück. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Sind ihr ready? Ist euer Body ready? My body is ready, genau. Jetzt, an meiner Reaktion hat man es vielleicht können merken. Ich finde es super geil. Es funktioniert viel besser als Serie, als Film. In einem Film musst du so viel Zeug reinpacken und es hat so viel Zeug nicht Platz. Und in einer Serie kannst du Zeit nehmen. Vor allem, wenn eine Staffel ein Buch ist, kannst du es wirklich super gut ausschmücken und echt, eben, wenn das so wird, dann wird es viel besser als die Filme werden. Also ich würde mich sehr freuen. Wow, Hot Take, man sagt ja, Film werden nie so gut wie Bücher. Ich werde wahrscheinlich einmal so ein bisschen gehasst für das, dass ich das sage, aber ich finde Bücher schon schlecht. Vor allem, wie sie geschrieben sind. Das ist schön zu hören. Weil sonst heisst sie immer, nein, wie kannst du nur? Und die ganze Welt von Harry Potter wird ja sehr kalt. Ich finde es aber schön, dass es so lange her ist. Ein Emma Watson oder ein Daniel Radcliffe könnten wunderbar die Lehrer spielen. Und ich glaube, sie haben dass so Sachen die, recht cool wären. Aber ich weiß nicht, ob die nochmal... Weil die sind ja auch verstritten mit der J.K. Rowling, wenn man das so liest. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die... Aber untereinander mal, halt nicht. Und wenn sie Finger ja, genau. aus dem Spiel lässt... Aber ob du dich dann nochmal mit dieser Marke verbinden willst. Ja, bei mir ist, wie gesagt, die J.K. Rowling verdirbt mir das einfach ein bisschen. Was schade ist, weil ich glaube auch, die hat mega Potenzial. Absolut. Und wie man ja bei Hogwarts Legacy sieht, den Leuten ist es scheißegal. Also das heisst, ob die dabei ist oder nicht, gemacht wird es wird so oder so gemacht, bin ich überzeugt, und es wird eh ein Erfolg. Also da bin ich sicher. Also wenn es gut ist, ist es den Leuten egal. Weil wir haben bei den Fantastic Beasts sehr gut gesehen, wenn etwas nicht gut ist, dann werden die Leute das auch nicht einfach bis zu einfach schauen gehen. Vor allem der letzte war ja extrem enttäuschend an der Kinokasse. Also die IP selber zieht nicht einfach so. Da muss aber schon auch schon nicht genau die gleiche, also es ist schon nicht genau die gleiche IP halt, oder? Ja, eben. Fantastic Beasts... Schon, genau. Es ist natürlich nicht Harry Potter, aber ich glaube, es ist genug näher an Harry Potter, um können sagen, theoretisch, die Strahlkraft der Marke wäre genug gross, wenn das Produkt halbwegs verhebt, dann werden die Leute das wählen sehen und so. Und das hat ja offenbar nicht verhebt und darum ist es auch so enttäuschend gewesen. Ich bin relativ gemischt, muss ich sagen. Einerseits, ich bin mit diesen Filmen aufgewachsen. Für mich sind die Filme einfach Harry Potter. Wenn ich auch jetzt wieder Hogwarts Legacy sehe, wir bewegen uns in dieser Filmwelt, die IP von diesen Filmen. Wenn du jetzt eine Serie machst, ist das wie etwas Neues, etwas anderes. Ich glaube nicht, dass sie einfach das Schloss 1:1 kopieren und einfach mit neuen Schauspielern besetzen. Voll langweilig, ja. Es müsste schon auch schon noch ein bisschen neuer anfühlen. Und ich weiß nicht, ob My Body tatsächlich ready ist. für den Shift. Und, aber wie der Domi gesagt hat, also gerade auf die späteren Bücher, die ersten paar sind noch genug kurz, um sie einigermaßen gut in einem Film können packen. Aber also ab 3 wird es schon schwierig. 4, 5, 6 ist die schlimmste, also ist wirklich schlechte, gottsjämmerlich schlechte Verfilmung, was dort alles ausgelassen worden ist. Das wäre natürlich in Serienformat. Und wir müssen auch noch sagen, es ist für HBO Max geplant. Das heisst, HBO ist schon auch noch dort ein bisschen ein Gütesiegel. Verspricht schon auch. Also das tönt dann doch wieder ein bisschen so, vielleicht muss ich dem eine Chance geben. Eine faire Chance. Ich glaube, da kann man schon etwas Cooles draus machen. Das denke ich auch. Also komm, dann, ja, aber ich werde gleich sagen, machen tun sie es eh. Dann haben wir noch ein zweites Gerücht. Und ich glaube, ich hatte das in einer von meinen Prognosen mal drin gehabt. Sicher in diversen. Das ist einfach eine Hoffnung von mir, dass es mal eine neue PS Vita wird geben. Stimmt vermutlich nicht ganz. Es gibt jetzt aber Gerüchte von, wer hat sie geschrieben? InsiderGaming.com.
hat die Gerüchte laut eben Insider. Haben sie passende Namen. Und die soll Q-Lite, zumindest ist das der Codename von dem PlayStation Handheld, soll noch kommen, bevor ein PlayStation 5 Pro, das ist auch schon offenbar so gut wie sicher, soll sie kommen und auch bevor dem abnehmbaren Blu-ray-Laufwerk, wo man auch sagt, die wird jetzt gleich kommen, die soll noch vor dem kommen. Also das heisst noch 2024, schätzt man, und das ist so ein, jetzt kommt es eben, der Clou, warum es eben offenbar nicht ein PS Vita 2 wird sein. Es ist nicht eine Cloud-Konsole, aber eine Remote-Play-Konsole. Das Remote-Play gibt es ja jetzt schon. Du kannst ja jetzt auf dem Handy und so, kannst echt PlayStation 5 Games streamen. Und das soll die können, einfach in Full-HD-Auflösung, 60 Frames, 8 Zoll, LCD. Natürlich die adaptiven Triggers, die speziellen das gleiche Controller-Schema mit den gleichen Fähigkeiten wie mit der PlayStation 5. Aber ich weiß auch nicht. Also haben die das Gefühl, es wäre nur das? Also für mich wäre das eine Enttäuschung. Es ist also absolut sinnlos, so etwas zu bringen. Ich weiß nicht, was der Markt dafür ist, wer das will. Wieso? Aber du kannst es auf dem Handy machen. Du machst einfach irgendeinen Third-Party-Controller an dein Handy und hast genau das Gleiche. Also es ist so umständlich und ich weiß gar nicht, ob deine PS5 auch muss laufen muss, um das zu streamen. Die muss laufen. Also es ist genau, absolut nutzlos. Ja. Ich verstehe das nicht. Also nein, ich meine, nutzlos ist es nicht. Ich habe zum Beispiel auch schon, wenn ich die, ich mache es auf dem Steam Deck. Es gibt eine App dort, dann kannst du die Remote-Funktion eben auch brauchen. Aha. Und dann zocke ich auf dem Steam Deck und streams von der PlayStation, wenn der Fernseher besetzt ist oder einfach Kinder gerade um etwas schauen sind. Und das funktioniert recht easy, aber wie gesagt, ich will nie extra Geld ausgeben dafür. Eben, oder ich kann die Funktion das Gerät, schon. Das Gerät, nur das kann, ja, ja. Das finde ich nutzlos. Die Funktion an sich ist easy, ja, aber eben das Gerät, das nur das kann, wieso? Und in der heutigen Zeit, wo Handhelds so ein Revival haben erlebt, angefangen mit der Switch, dann Steam Deck und dann all die 1000 Hersteller, die jetzt ihre eigenen Handheld machen. Das Zeug wird so laufen, ein PlayStation Handheld, das wird so der Decke gehen, wo wirklich dedizierte Hardware hat, die native Games kann abspielen kann. Sollen sie unbedingt machen. Bitte Sony wieder zuhören, was sie wahrscheinlich nicht machen. Aber trotzdem, machen das. Vielleicht wollen sie einfach nicht nochmal ihre Finger verbrennen. Weil eben PS Vita, die war schon hardwaremäßig super, aber ist halt sonst gefloppt. Mhm. Luca Michel, sind ihr in der Market für so etwas? Ja, ich habe mir eben auch überlegt, also sowas wie die Switch von Sony wäre doch natürlich schon recht cool. Also wenn du es nachher kannst irgendwie überall mitnehmen und daheim kannst du es anstecken und am Fernsehen, dann hast du eigentlich ein perfektes Kombo. Hast du ein PS5? Nein. Michel. Eben, siehst du, für dich würde es nicht mal etwas bringen, oder? Logischerweise. Nein, dann überhaupt nicht. Eben darum sage ich, es müsste wie eine eigene Konsole sein. Mhm. Aber es müsste schon. Ist auch einfach noch nicht. Aber es müsste schon eine Funktion haben, so wie Switch, oder? Dass ich kann Games an dieser Dings weiterspielen kann. Also, dass es nicht entweder oder ist. Oder? So wie ein Switch, wo ich kann. Genau. Weil sonst sehe ich, also ich bin eh nicht mehr, seitdem ich nicht mehr pendle, sind für mich auch Handhelds nicht mehr so aktuell. Ich game eigentlich nur noch daheim. Aber wenn ich so ein Use Case bei mir wäre, schlagt mich nicht, wenn ich FIFA Ultimate Team spiele und irgendwie unterwegs noch ein paar Squad-Building-Challenges oder so könnte machen, dass ich daheim mich dann aufs Game kann konzentrieren und nicht noch so Zeugs muss machen, das wäre schon noch witzig. Aber sonst... ich glaube schon, vielleicht ist der Markt grösser von Leuten, die wirklich einfach... Eben, weißt, während Serien schauen, nachher gamen, das mache ich ja manchmal auch. Und für die funktioniert es dann, die können es dann einfach drauf streamen. Aber hey, das würde mich so hässig machen. Das würde mich so hässig machen, wenn es einfach keine richtige bringt. Das würde mich zwar auch anschiessen, oder etwas mehr, was ich muss kaufen. Ja, du. Es ist, jemand wird es sehen. Meinst du, bei Sony sind sie nicht intelligent genug, um selber schon drauf zu kommen? Oder? Die sind damals weird. Ich meine, die pushen das auch mega, das Remote-Play. Ich weiß auch nicht. Wie gesagt, vielleicht ist ja der Markt grösser, als man denkt. Oder? Ich meine, jetzt hat sie auch die Cloud-Gaming-Sachen sind ja auf eine Art wie ähnlich. Oder? Die funktionieren ja sozusagen auch nur, streamen es halt aus der Cloud statt von deiner Konsole. Aber das Prinzip ist ja das gleiche. Ja. Hey, ich weiß es nicht. Hey. Und ich meine, eben Asus, das hast ja der Domi die News gemacht, hat ja auch noch einen vorgestellt, aber dann wirklich in Konkurrenz zum Steam Deck, der ROG Ally, wo eben auch wieder ein PC ist. Und klar, die kostet halt einfach ein Gewehr. Oder? Das ist halt der Punkt, oder? Etwas, wo PlayStation 5 Games kann spielen, in schlechter. Ich weiß auch nicht, wie das preislich anbringst. Aber ich meine, gut, wenn es Steam Deck anbringt,
müssen sie es auch irgendwie anbringen. Das sind ja ein grosser Hersteller. Hey, ich bin mega gespannt, aber ich habe das Gefühl, wenn das Gerücht so kommt, das scheint mir so etwas komplett anders wie etwas von Lokalgames. Ich glaube dann auch fast nicht, dass es dann etwas anderes ist. Aber hey, aber was reden wir preislich? Was wird da keine so? Keine Ahnung. Okay. Ich meine, das wird nicht teuer. Das wäre dann nicht teuer. Braucht ihr keine grosse Hardware? Das wäre wahrscheinlich eine Kurbelung. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum es macht. Wenn es so günstig ist, dass es dann wieder ist, komm, ich nehme das noch schnell. Auch noch mit im Warenkorb rein. Ja, dann muss es schon sehr günstig sein. Ja, genau. Für 20 Stunden. Ja, gut. Also, und dann wechseln wir doch in Big Screen, gehen aber vorher, machen wir noch ein kurzes Päuschen und dann melden wir uns zurück mit It's Me! Oder nein, mit Mamma Mia! Das gehört im Kontext. Jetzt geht's los. Bis nachher! Also, willkommen zurück zu unserem Big Screen und diese Woche reden wir über den neuen Super Mario Bros. Movie. Wir haben dann jetzt gleich nicht den Schluss gehängt vom Podcast, wenn wir gefunden haben, man kann es gut auch ohne Spoiler besprechen. Definitiv nicht mehr, als man im Trailer sieht. Da sieht man ja auch schon einiges. Und genau, wir sind jetzt vierte schauen, gestern am Nachmittag. Aber wenn wir nicht über Spoiler dürfen reden, dürfen wir noch nicht sagen, dass der Mario am Schluss stirbt, oder? Au! Oh! Oh nein! Oh, oh. Oh. Nein. Nein, das ist, glaube ich, in einem Trailer, haben sie es gezeigt, dass der Bowser sein Vater ist? Dass der Bowser der Böse ist? Nein, dass er der Vater ist von Mario. So viele Sachen kommen raus. Nein, genau, wir sind am Mittwoch noch mal extra geschenkt schauen. Wir haben ja Wochen vorher, eben, wie gesagt, Super Mario aus dem 93 gesehen. Und jetzt der Animationsfilm vom Illumination... Wie heisst es ja, so? Illumination Entertainment. Illuminati, Illumination, das Gleiche. Illumination, überall drin. Ja, die, die Minions bekannt sind, die haben den Film gemacht. Und genau, wir sind zusammen ins Kino schauen. Und vielleicht mal als erstes, ja, was ist so, wie haben wir ihn gefunden? Michelle, du vielleicht mal als erstes. Grauenhaft. Können nicht schauen. Seid sie mit dem Super Mario und Yoshi T-Shirt. nein, ich bin schon sehr, sehr Fan generell ja vom ganzen Mario-Universum. Man kann ihn gar nicht schlecht finden, weil ja quasi alles drin vorkommt, was man kennt und lieben gelernt hat in seiner Kindheit. Sie haben auch gern und gut alles reingepackt. Also die ganze bunte Welt ist vertreten. Ja, also eigentlich, man kann ja nicht spoilern, oder? Weil der Plot ist ja eigentlich jetzt nicht überraschend gewesen. Nein, ich glaube, den Plot kann man schon kurz erzählen. Den kann man auch in einem Satz erklären. Ja, genau. Probier es mal, Michelle, in einem Satz. In einem Satz. Luigi ist Mario sein Vater. Oh, wow. Nur sag ich. Also bevor wir nein, ich glaube, der Tommy ist doch super im einen Satz zusammenfassen. Aber komm, sag jetzt schon, Tommy, sag du, wie du gefunden hast. Geil, ich hatte sehr hohe Erwartungen gehabt. Teilweise übertroffen sogar. Ich hätte mir echt gewünscht, dass es ein bisschen länger geht oder ein bisschen langsamer ist. Es ist halt so ein typischer Illumination-Film mit 1000 Gags pro Sekunde und Plot-Points, die einfach so schnell vorangehen. Das hätte ich mir ein bisschen langsamer gewünscht, aber es ist okay, hat gut funktioniert. Ich bin zufrieden als Mario-Fan. Ja, also Blinzeln ist definitiv nicht reingelegen. Sonst hätte schon was verpasst. Und du, Luca? Ja, ich habe mich auch die ganze Zeit eins gefragt, wie oft wird der Tommy in noch schauen gehen im Kino? Also ich sicher noch im Kino und sonst natürlich Blu-ray und ja, 10-mal liegt sicher dann bis zum nächsten Film. 10-mal? Easy, 11-mal? Ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Ich habe gesagt, wenn er von 92 Minuten 90 Minuten Fanservice ist, dann wird er genau perfekt sein. Also dann kommt genau das raus, was ich erwarte und was er auch sollte sein. Und es ist so gekommen und ich bin absolut zufrieden. Also ich habe viele negative Bewertungen gesehen, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Nicht weil ich sage, das ist der beste Film aller Zeiten mit dem besten Plot, Charakterentwicklung, was weiß ich, sondern hey, es ist ein super Mario-Film. Der Film etwas muss, dann sich selber abfeiern. Er soll ja nicht den Fehler machen, den der 1993er Mario gemacht hat, wo ja irgendetwas versucht hat zu sein, nur nicht Super Mario. Das ist ja so derart fürchterlich schief gegangen, dass Nintendo 30 Jahre lang keinen Film mehr hat wollen machen. Darum, wieso, hey, macht es safe, feiert euch selber ab, all eure IPs und das kommt gut und genauso ist es gekommen und hey,
ein Film von Fans für Fans. Ja, und darum verstehe ich nicht, wieso es so viele schlechte Bewertungen hat bekommen. Wirklich. Also ich bin auf der Metacritic-Seite am Abend scrollen und es ist einfach lachhaft. Also das kannst du doch nicht 20 von 100 Punkten geben, dem Film. Das ist aber das ist technisch gesehen, oder? Ja. Und also, der Robbie Collin von Telegraph. Robbie Collin, was ist falsch mit dir gelaufen? Er sagt, es ist sogar schlechter als der 1993er-Film. Also es ist einfach, was? Aber das sind, ja. Das sind nur Hot Takes. Also das mache ich ja auch gern. Aber ich meine, ich würde sagen, ich bin noch der kritischste falsche Ding, aber einfach so ein bisschen skeptisch vielleicht. Ich habe auch ähnlich wie der Luca mehr Vorbehalt gehabt, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, nach dem Trailer, wenn er so wird, wie die Trailer versprechen, dann wird er gut. Und ich bin wirklich trotzdem positiv überrascht gewesen. Ich habe ihn mega unterhaltsam gefunden. Ganz stellenweise ein bisschen langweilig, aber insgesamt sehr ein unterhaltsamer Film für Kinder und absolut für Erwachsene. Ich finde aber auch, ich glaube, Polygon hat den Take gehabt und ich finde, das stimmt. Dass er wie so nicht Persönlichkeit ist das falsche Wort, aber er hat auf eine Art schon wie keine eigene, er bringt nicht viel Eigenes mit. Das stimmt. Ja, das ist so. Aber ich finde, das muss auch gar nicht. Es kann beides stimmen. Ja. Er macht ziemlich Beat für Beat, aber es ist wie die beste Adaption, weil ich meine, die Games haben auch keinen Tiefgang. Null. Genau, das ist jetzt, denke ich, auch keine Story. Also, und das hat der Film auch nicht. Ja, voll. Genau, weil die Story, man kann sich kurz erzählen. Oder ich erzähle ganz in zwei, ich spiele zwar nicht eine Rolle, aber in einem Satz. Ist erstaunlich ähnlich wie der aus 1993. Ja. Sie sind nämlich auch in Brooklyn, sind also nicht auch in Brooklyn, sie sind auch in New York. Sie sind ja in Brooklyn und im anderen Film sind sie in Manhattan. Ist relativ nah aufeinander. Ah, nein, sie sind doch nicht auch in Brooklyn. Nein, es ist ja Dino Hatton und Manhattan, nicht? Habe ich das falsch? Ich habe aber auch gemeint, sie sagen in Brooklyn gesehen. Ist ja gleich. In New York. Sie sind in der Stadt New York. Ja. Und sind eben auch wieder Klempner und werden dann auch in die Welt hineingerissen, ins Mushroom Kingdom oder auch in die Super Mario Welt. Und dann kämpfen sie gegen den Bowser, weil der will die Peach heiraten und das Königreich in den Niedergang stürzen. Wie die Game. Genau. Ja. Das ist die Story. Das spielt keine Rolle. Und die ist auch wirklich nur Grundlage, damit man etwas kann erleben kann. Und es ist eine sehr lustige, ja, so eine Achterbahnfahrt wie im Vergnügungspark. Das ist herrlich gewesen. Ja, das trifft es gut, Achterbahnfahrt, ja. Voll. Absolut. Also man merkt einfach schon, dass sie nicht so experimentierfreudig sind. Also sie haben wirklich da genau, wo sie gewusst haben, das funktioniert und das kommt gut und das können wir nehmen. Einfach schon aus dem Grund, dass man es am ersten Mal so dermaßen, also ich meine, der andere Film ist auch unterhaltsam, aber sie selber sind ja davon überzeugt, dass das der grösste Fehler ever war von ihnen. Dass man jetzt mal von innen seiner Sicht ausgeht. Und dann, wenn du dann einen zweiten machst und versuchst, um das besser zu machen, dann musst du halt schon ein bisschen auf der sicheren Seite bleiben, denke ich. Und da merkst du schon. Aber sie haben es auch so, ich bin ja neben dir, Luca gehockt im Kino, und ich habe es ein paar Mal gesagt, was ich am meisten gestaunt habe, ist, die haben ziemlich sicher so ein bisschen, wirklich eine Checkliste gehabt. Man hat zusammengetragen, was kann man aus den Filmen reinnehmen. Der Sound, super, aber den kann man vielleicht später. Aber wie so die Game-Elemente, oder? Weißt du, irgendwie jetzt Umgehopse oder die Power-Ups oder das Mario Kart-Rennen. Hey, und wie die sie einfach völlig natürlich eingebaut haben, dass sie irgendwie nicht aufgesetzt wirken, sondern du findest, wie so, ja, es macht jetzt Sinn, dass ihr jetzt ein Rennen habt miteinander und einander Schildkröte an den Grind rührt. Weil es macht Sinn im Universum und in dem Moment. Oder dass er einfach. Ja, es gab mal so Jump-and-Run-Sequenzen. Die waren so geil gewesen, weil sie das Game zusammenfassen und es aber auch passt. Das ganze Platforming. Genau, das mega müssen. Sorry, Michelle, sag mal. Du hast einfach müssen drüber lachen, quasi, weil du so gemerkt hast, es funktioniert mega gut, oh mein Gott, das macht so viel Sinn. Und das ist das, weißt du, wie mit dem umgehen, dass du auch irgendwie lachen musst und denkst, oh wow, er hat einfach eingefahren. So. Also einer von der geilsten Momente ist wirklich beim Mario Kart Rennen. Entschuldigung. Bei Mario Kart Rennen war beim Zusammenstellen vom Go-Kart. Da habe ich wirklich gedacht, so, holy shit, die hat jetzt wirklich, haben es geschafft, Mario Kart wirklich so in den Film einzubauen, dass es einfach absolut aufgeht und stimmt und nicht eben aufgesetzt wird. Und das ist für mich eigentlich wirklich, ich finde, man muss Mario dort, also im Film, der Schaffenden muss man wirklich gratulieren dazu, dass sie das nicht wirklich, also nicht schlecht, also man hätte es auch können wirklich schlecht machen, gibt genug Beispiele, nein, sie haben es wirklich mega gut eigentlich auf die Reihe gebracht, all die verschiedenen, es gibt ja nicht nur Super Mario Bros, Mario Kart, es gibt noch ganz viele andere Game-Elemente aus anderen Super Mario-Spielen, die findet man alle da innen, natürlich visuell, mit visuellen Clues, mit audiovisuellen Clues und so, also optisch,
Also, ob das schon über das, wenn wir glaub, auch noch kurz reden, die ganze einfach, die Animation. Die sensationell schön, ja. Wow, ist das ein wunderschön animierter Film. Also wirklich so Pixar-Niveau, sage ich mal. Super gewesen. Und all die verschiedenen Welten. Hey, und auch wieder so Details, wenn sie irgendwie auf Karten schauen, weißt du, so die grosse Schlachtkarte sozusagen. Und es ist natürlich ein Map wie aus dem Gameboy, weißt du, mit diesen verschiedenen Dingen und so Zeug. Ein Haufen so, ja, das so ist kleine. Das war Super Nintendo, glaube ich. Super Nintendo, gell? Also lauter so Anspielungen. Ja. Und hey, nein, also ich bin wirklich baff. Ich bin absolut baff. Es ist nur schon für das Optische eigentlich ein mega, mega Augenschmaus. Und als Fan vom Franchise, glaube ich, kann man das gar nicht schlecht finden. Das andere haben die Filmmusik, wo ich weiß nicht, ob euch das auch so aufgefallen ist, aber ich glaube, das ist uns allen aufgefallen, die Filmmusik von Brian Taylor. Er bedient sich sehr, sehr grosszügig an den Themen vom, jetzt muss ich gerade mal schnell sagen, vom Koji Kondo. Wo auch schon die ganzen Super Mario-Themes geschrieben hat. Aber ich finde, er hat sie nicht einfach nur kopiert, sondern hat sie mega gut adaptiert für ein Orchester und für eine grosse Leinwand. Immer wieder ein bisschen abgeändert, damit es auch zu der Dramatik auf dem Bild passt. Aber immer wieder hast du es gehört. Also, das war auch eine riesen Leistung, habe ich gefunden, die mich mega Freude gemacht hat. Ich weiß nicht, wie haben die es gehört? Du hast ja gesagt, freust du dich doch auch, dass bald auf Spotify kommt, das als tägliche Musik kannst benutzen. Ja, genau. Ja, das war super. Das ist so, ich finde, man hat mega gemerkt, dass er für Kinder und für Erwachsene ist, dass der Soundtrack bedient sich so aus Remixes von querbeet allen Huren Super Mario Games, Donkey Kong und allem. Und du erkennst so viel und sie sind dann so super gemixt. Und ich meine, die Sounds sind super gut. Das habe ich schon immer. Ja. Ich meine, ich bin jetzt nicht der grösste Mario-Fan, aber die Sounds, die sind so gut. Die Musik ist so gut. Und dass sie die so implementiert haben. Und der zweite Teil ist einfach Musik aus den 80ern. Aber damit ja, genau. Ich würde sagen, da haben sie perfekt irgendwie kombiniert. Einfach, es passt so gut. Du hast einfach Ü30 und Ü40 Leute einfach abholst mit. Statt dass du so die typische Popmusik nimmst, wie jetzt in einem Minion-Film, kommt einfach so 80er Jahre Sound. Ja, das ist geil. Ja, Rockmusik, AC/DC ist dabei. Perfekt. Genau. Und die schauspielerische Leistung, wie habt ihr die gefunden? Ich war ja sehr, sehr überrascht gewesen, vor allem nicht überrascht, aber das war mein Highlight, natürlich der Jack Black. Aber wir haben es vorhin kurz angesprochen, seine musikalische Nummer, die er hatte, aber auch allgemein, wie er da rumgeschrien hat als Bowser, war sensationell gewesen. Und ich bin auch sehr positiv überrascht, viel da, eher weniger habe ich gelesen, von Chris Pratt. Ich habe wirklich Schlimmes erwartet nach dem Trailer, nach diesen kurzen Snippets, die man gehört hat von ihm. Aber ich finde, nach einer Zeit habe ich vergessen, dass es der Chris Pratt ist. Er hat genug andere Tonlagen drin gehabt, dass es für mich überzeugend war, dass er jetzt einen anderen Charakter spielt. Das hat mich nicht gestört. Und das ist so das meiste, was ich hätte erwarten konnte von ihm. Und das hat er erfüllt, finde ich. Also, ich finde, genau, er macht den Film nicht kaputt. Aber ich finde, er ist das Schlechteste am Film. Weißt du, an einem sehr guten Film ist er das Schlechteste. Ja. Aber auch der Mario, finde ich, ist von allen Figuren die langweiligste gewesen. Und wir haben ja auch ein bisschen darüber geredet, ist das wie, muss das so sein? Weil alle anderen sind ein bisschen überdreht und lustig. Aber ich glaube trotzdem, der Mario könnte noch ein bisschen besser sein. Aber ich finde im Fall auch, der war okay gewesen, aber der war nicht super gewesen und wirklich verblasst im Vergleich zu der Luigi, der Charlie Day. Aus Always Sunny in Philadelphia. Den habe ich so gut gefunden. Und er ist einfach viel zu wenig vorgekommen. Anya Taylor-Joy, die Peach macht, ist sensationell. Der Toad ist super lustig. Der Keenan. Super. Aber genau, der Jack Black, der ist, könntest du nicht perfekter besetzen. Mhm. Und ich habe kurz also, der ist geboren für die Rolle, ja. Ja. Und dann, also, Ihr müsst, wenn ihr könnt, oder meine, wenn ihr keinen Bock habt, immer Untertitel lesen, ich verstehe das schon, das ist auch scheiße. Aber sonst, wenn ihr könnt, könnt ihr auf Englisch schauen. Ich habe die Trailer geschaut auf Deutsch und ich finde, die sind. Also, die stinken schon recht ab dort. Vor allem eben Peach ist irgendwie einfach eine, die von TikTok bekannt ist, weil die Eltern sind bekannte Sprecher. Aber ich finde die. Ich finde es nicht gut, aber ich bin eher ein allergisch gegen deutsche Synchronsprecher meistens. Aber ja. Das ist so eine. Das ist aber im Moment ein bisschen so eine Peach, ja. Ja, das ist im Moment ein bisschen so eine Unart in der deutschen Synchronlandschaft, dass man so TikTok und einfach so Influencer-Stars reinholt. Meistens gerade bei Animationsfilmen mit dem jüngeren Publikum, wo die ja ansprechen. Und das sind ja für die super Megastars, die Influencer. Das habe ich an eigener Haut erlebt, wo wir eben am Hero Fest waren.
an unserem Stand. Und dann ist irgendwie der Jay-Z 3, keine Ahnung was, irgendein Name. Wo ich sind zu dir gekommen. Nein, natürlich eben nicht. Ich bin kein Influencer wie dir. Hey, nein, das war frech. Sind bei uns alle Kinder am FIFA spielen und dann kommt irgendein und sagt, hey, der Jay-Z 3, 4, 5 ist dort hinten. Hey, alle aufgestanden, weggerannt und so irgendwie der Brad Pitt oder der, keine Ahnung, Leo DiCaprio irgendwo gewesen. Ich habe wirklich gedacht, so shit, das ist wirklich... Und für die macht man das dann halt, oder? Für die holt man dann die TikTok-Stars und lässt sie dann eine Synchronrolle reden in so einem Film und du merkst einfach, das sind keine Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher, die haben keine Theaterausbildung, die haben keine Schauspielausbildung, die haben gar nichts und das tönt dann auch einfach scheiße. Und naja, schade, ich würde auch unbedingt die englische Version schauen. Ja. Ich kann auch noch kurz sagen, eben Chris Pratt, ich sehe es wieder, Domi, ich habe ihn gut gefunden, ich habe es auch schlimmer erwartet. Ich finde, es braucht tatsächlich den Ruhepol, weil es ist extrem viel am Umme passieren. Um den herum. Es ist ein hoher Pace, der ganze Film. Eben alle anderen rundherum reden meistens ein bisschen überdrehter. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass er nicht so überdreht ist und auch, dass man Mario, der sonst auch in den Games eher immer so der Durchschnittscharakter ist, dass er da auch im Film sogar ein bisschen am meisten Tiefgang auch noch bekommt. Also er ist am Anfang auch ein bisschen der, wo immer alle drauf abschauen, weil er so klein ist. Das ist ein bisschen so sein Ding. So, ja, alle halten mich für den Schwächling und den, der nichts auf die Reihe bringt, weil ich der Kleinste von allen bin. Und ja, da dürfen wir auch noch ein bisschen Mini-Entwicklung machen. Habe ich schön gefunden, habe ich eigentlich noch gut gefunden. So. Und sonst eben der Jack Black als Bowser. Wow. Und, Seth Rogen also, hat mir gar nicht gefallen. Seth Rogen, der hat mir gar nicht gefallen. Der hat sich auch nicht gut gefunden. Ich habe ihn sehr lustig gefunden. Er tönt schon ein bisschen affig, wenn er lacht zum Beispiel. Er hat es super gepasst. Er ist echt Seth Rogen. Er spricht der Seth Rogen im Spiel. Er gibt sich gar keine Mühe, irgendwie anders zu tönen. Aber genau. Ich habe es lustig gefunden. Ich habe ihn nicht schlecht gefunden. Ich habe ihn einfach... Der ist jetzt einfach auch nur okay gewesen. Ich habe gefunden, weißt du, das, was du gesagt hast mit dem Chris Pratt, so, du hast Angst gehabt, der Chris Pratt spricht einfach der Chris Pratt, ist für mich genau der Seth Rogen gewesen. Der Chris Pratt hat sich, habe ich gefunden, bei dem hast du gehört, dass er noch versucht, ein bisschen Charles Martinet, der den Super Mario der Game spricht, ein bisschen mit reinzubringen. Beim Seth Rogen hingegen ist wirklich einfach nur der Seth Rogen gewesen und that's it. Ja, nein, also wirklich kann man sagen, was wir haben dann wirklich toll gefunden und das ist definitiv ein Film, den schaue ich, glaube ich, den schaue ich jetzt auch gerne mal wieder. Nicht jetzt wie du 10-mal, aber definitiv mal irgendwie in einem Jahr, wenn ich wieder mal ein bisschen das Zeug vergessen habe und wieder mal einen einfachen, lustigen Film zu schauen. Ich finde aber auch die Länge darum tipptopp. Ja. Freue ich mich sehr, den mal wieder zu schauen. Peaches, genau. Also komm, und mit dem Sinn hüpfen wir doch gerade noch eins weiter, denn ich habe nämlich auch noch zwei Games gezockt, wo wir gerade bei Games eigentlich sind. Und das erste, zu dem habe ich auch ein Review nicht, ich bin noch weit nicht durch, und zwar Everspace 2. Kennt ihr bestimmt nicht. Everspace, ja, Fortsetzung von so einem Weltraum-Shooter, weißt du, so eins, wo wirklich, ich habe es mit der Maus gespielt, weil es wirklich so präzise Steuerung, halt wirklich eigentlich wie ein Ego-Shooter, aber halt im Weltraum mit einem Raumschiff. Und der erste Teil war so roguelike gewesen, oder? Also, dass man eigentlich, wenn man fortschreitet und stirbt, musst du von vorne anfangen. Und das zweite hat das umkrempelt und jetzt ist es ein offene Spielwelt, wo du jetzt kannst bereisen, oder? Es ist einfach wirklich ein Weltraum, verschiedene Systeme reisen, dein Schiff upgraden, Erz abbauen, wie du mit dem Laser drauf schiessest, natürlich. Und wie man es vorstellt, Raumpiraten jagen und all das. Oder? Also eigentlich grossartige Grundlage, sieht auch mega geil aus, wo man es gerade vom Super Mario kann. Ich finde immer so, ich weiß auch nicht, wie viele Weltraumspiele habt ihr schon gespielt? Star Wars. Zählt mit. Also, wirklich Mario Galaxy. Mit Raumschiff und so. Hey, nicht Mario quasi Galaxy. Quasi Käse, glaube ich. Vor allem nicht in dem Ausmaß, wo du wirklich nur in der Raumschiff rumfliegst und sonst nichts machst. Ja. Also, ja, Mario Galaxy wäre wiederum eben schön bunt. Zählt O-Game? Ja. Wie? O-Game, zählt das? Hat er das nie gespielt früher? Das Webbrowser-Spiel, wo man Planeten da. Das browserbasiertes Spiel mit Planeten, wo man ganze Raffinerien aufbaut, planetare Verteidigungsanlagen. Und es ist online. Es ist eigentlich ein Multiplayer-Spiel.
aber du spielst halt einfach nur im Webbrowser und dann kommt eines Tages plötzlich so eine Push-Benachrichtigung. In 3 Stunden kommt der so und so und greift deinen Planet an und dann weißt du einfach so, all die letzten 3-4 Wochen auf Arbeit sind jetzt entweder gleich vorbei oder deine Planetanlage hält Stand und so weiter. Das ist ein riesiges Ding. Ich habe nur immer Geschichten gehört von dem, aber nie selber gespielt. Genau, aber visuell ist es dann vielleicht ähnlich. Weil das ist, finde ich, das Problem oft. Im Weltraum ist halt viel schwarz. Und ein Game mit Raumschiff so zu designen, dass es eben visuell auch etwas hergibt, finde ich immer schwierig. Und Everspace 2 macht es mega gut. Du hast einfach, die sind so, ich glaube, 100 handdesignte Levels eigentlich. Oder du fliegst eigentlich von System zu System, relativ fließend. Und nicht gerade wie No Man's Sky. Und dann haben sie es wirklich, weißt, mit so Asteroiden oder irgendwelchen schwebenden Raumstationen und dann natürlich immer die Sonne, wo irgendwie blau leuchtet oder ein Planet, der aufgespalten ist oder dann hat es so einen orangigen Nebel. Es ist wirklich, sieht immer geil aus. Und manchmal bist du sogar auf dem Planet, was sich dann ein bisschen Star Wars-mässig erinnert, wenn du irgendwie irgendwo am Angreifen bist. Also du bist es nicht, du bist einfach dort, fliegst in irgendwelche Minen rein und so. Und es ist so wie, es ist so nah dran und es wäre richtig, richtig gut. Aber ich finde einfach, es ist einfach ein bisschen zu viel Fleiss, oder? Du, erstens geht es mega lang. Also weißt, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe nach fast 15 Stunden fängst mein erstes neues Raumschiff gekauft. Ich hätte vorher auch schon können, aber dann hättest du einfach eins, wo wie dies einfach anders, oder? Und dabei, es hat mega Auswahl an Raumschiff. Du kannst irgendwie, weißt, so typisch wie so in einem WoW, weißt du, so die Glass Cannon sein, wo einfach viel austeilt, nichts einsteckt, oder ein Tank sozusagen. Du kannst wirklich so schwebende Panzer fliegen, wo einfach kaum eine Kurve kannst machen, aber dafür ballert es einfach raus. Oder du kannst so eine mega schnelle Wespe sein. Super geil. Upgrades links und rechts, aber eben, die Story ist für den Arsch. Und bei den Sachen, die du machst, sind einfach so. Oft gehst du einfach irgendwo hin und holst irgendwie, was nicht, das Paket ab. Und für das schiessest du 2 Schalter irgendwie ab und dann holst du es raus. Und das würde ja noch gehen, dann geht es schnell, aber im Fall, ich habe wirklich oft bin ich einfach irgendwie eine Viertelstunde schwebe irgendwie so um ein Ding rum, weil ich muss irgendwelche Teile suchen. Und dann fliegst du es einfach ab, bis irgendein kleines, gelbe, leuchtende Ding siehst und dann nimmst du das. Und dann findest du wirklich jetzt eine Viertelstunde das abgesucht. Das fängt einfach nicht. Und du musst Verschwendung, hast du das Gefühl, irgendwann? Ja, es ist einfach zu lang. Es geht mir wirklich zu viel Längen. Und dann ein bisschen zu wenig Highlights. Oder ich bin dann immer wieder so, jetzt habe ich keine Lust mehr. Aber dann passiert vielleicht wieder etwas Geiles. Hast du ein neues Upgrade und findest, das ist ja schon noch geil. Oder? Weil es ist eigentlich, die Systeme sind alle gut. Es ist wie das Pacing, das irgendwie nicht ganz stimmt. Aber eben, es ist so typisch der Upgrade-Loop. Der macht schon Bock, oder? Ja. Aber es müsste wie einfach ein bisschen mehr Abwechslung sein. Und vielleicht ist es so backloaded, vielleicht kommt es dann erst. Oder? Weil offenbar ist rund 30 Stunden, wenn du vor allem Hauptstory machst, um es fertig zu spielen, aber etwa 90, wenn du einfach alles machst. Ah, krass. Von dem her. Boah, das ist viel. Ist Story überhaupt relevant? Also ist es wie etwas, was sollte ich vor allem treiben in so einem Spiel? Nicht? Ich weiß es nicht. Ich meine, es würde wie immer, Story hilft immer, oder? Wenn es spannend wäre. Video schreiben hat dann antrieben. Ja, mir ist es ein bisschen das gewesen. Und ich meine, ein paar haben, die es gezockt haben, geschrieben, oder? Ich weiß nicht, wie viele, die hier zulassen, es kennen. Aber das war ja ein Kickstarter gewesen, schon lange und so. Und er hat schon eine rechte Wandlung durchgemacht. Und, ja, ich glaube, wenn man so ein bisschen, ja, vielleicht mehr in der Weltraum natt ist, so ein bisschen verbissen, dann findet man es. Dann kann man vielleicht über das hinwegsehen oder dann bringt man die Geduld mit. Ich spiele es sicher auch weiter, aber es hat noch ein perfektes Spiel getönt und es ist bei mir nicht ganz angekommen. Ich habe da gar nicht gezeigt, wie das eigentlich aussieht. Da. ich spiele es sicher noch ein bisschen weiter, aber bis dann, ich glaube, das Durchspielen, das ist eher unwahrscheinlich. Genau. Aber dann habe ich noch ein zweites gespielt und da bin ich eben immer noch dran. Und deshalb bin ich, das glaube ich viel eher, dass ich das durchspiele. Und das hat hingegen den perfekten Upgrade-Loop. Und das heisst Dredge. Dredge. Gibt es auf der Switch und PC. Das andere gibt es übrigens auch nur PC momentan. Konsole kommen später. Und das ist so ein so ein Low-Poly-Grafik oder so ein bisschen detailarme Grafik, aber es sieht wunderschön aus und du spielst in so einer komischen Horrorwelt, so ein bisschen H.P. Lovecraft inspiriert, so ein bisschen düster. Du bist ein Fischer oder eine Fischerin. Ich glaube, deine Dinge sieht man nie.
Und du fährst echt dort so, du siehst so von oben dein Schiffli und du fährst auf so einer Inselwelt, fährst du um und fischst. Und versuchst irgendwie herauszufinden, was steckt da dahinter, weil du fischst regelmäßig irgendwelche mutierten Fische raus und in der Nacht sieht man irgendwelche Lichter. Und der Spielloop ist eigentlich so, den Tag durch fährst du um, gehst du fischen, schaust, dass du nicht irgendwo anschlägst, damit dein Schiff nicht kaputt geht. Die Leute haben dann zum Teil Aufträge, vielleicht wollen sie ein Fundstück, das sie verloren haben, oder halt einen bestimmten Fisch, und dann kannst du verkaufen und dann gibt es Upgrades und so. In der Nacht aber, so ab dem 7. Ui. Dann musst du möglichst schnell wieder irgendwo andocken, weil dann fährt so in deinem Radar so ein Auge so hektisch einfach rumschauen und du siehst dann plötzlich so rote Sachen in der Nacht, es wird auch sehr dunkel, du siehst dann fast nichts mehr, dein Licht fällt dann irgendwann aus und dann kann es dann auch mal sein, dass du dann irgendwo reinfährst. Manchmal musst du aber gleich in der Nacht raus, weil es natürlich dann irgendeinen bestimmten Fisch hat, der nur in der Nacht schwimmt. Aber eigentlich in der Nacht ist es gefährlich, oder? Und du bist vor allem den Tag unterwegs und dann gehst du pennen. Und das ist auch immer der Loop, oder? Du gehst eigentlich fischen, kannst dann dein Schiff upgraden, kannst investieren in neue Motoren, in neue Fangnetz, in Angelrouten, die in tiefer runterkommen oder es gibt x so Sachen. Es ist wirklich der perfekte Loop. Du kannst immer so, ich könnte noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Ich könnte in dem Sinne eine Quest machen. Ah, und dort hat es noch einen Fisch, den ich noch nie gesehen habe. Und dann, oh, da hat es noch irgendwelche Bauteile und so. Und dann, oh, da muss ich noch den Korb muss ich wieder reinholen, damit ich die Krebs rausnehmen kann. Nur noch das. Nein, kannst du nicht hören. Kannst du nicht hören bei diesem Game. Und es hat dann wirklich auch noch so eine coole Stimmung, weil es einfach so geil, unheimlich ist, mit all den, weißt du, etwa 120 Fischarten, eben, und dann noch die mutierten, und alle erzählen eine Geschichte, und es ist einfach eine komische Geht es auch so ein bisschen darum, irgendwie herauszufinden, wieso dass die Fische so komisch sind? Ja, oder? Genau, das ist okay. So ein bisschen, das finde ich mega geil. Das klingt wie etwas, wo mir sehr würde gefallen, so dieses komisches Mystery-Zeug finde ich geil. Und dann ist es eben, genau, dann hat es den perfekten Loop, das Fischen macht Spass, es ist so ein Minigame, wo meistens es gibt so verschiedene Minigames, aber das meiste ist eigentlich wie, dass sich es dreht sich wie ein dreht sich wie ein Kreisli und du musst einfach wie mit Drücken weichst den Hindernis aus in dem Kreisli und wenn du dran schlägst, dann geht einfach die Angelroute wieder runter. Und relativ simpel. Also so, die Minigames sind völlig simpel. Und das hat eigentlich gar keinen Druck. Oder? Also weißt, du hast keinen. Du musst nicht Geld verdienen für Unterhalt oder so. Das heisst, du könntest theoretisch immer ab 5 Uhr schon pennen und dann gehst du morgen wieder raus, hast null Stress, oder? Und könntest geschwind 1000 Gold grinden, wäre null Problem, oder? Ja. Das ist von Art, das ist echt noch geil. Das heißt, ich bin trotzdem total motiviert und ich habe jetzt auch schon weit über 10 Stunden gegamed. Das ist länger, als ich gedacht habe. Und es gibt wirklich viel zu entdecken. Also weißt du, so, auch so eins mit so Geheimnis. Dann findest du irgendwas versunkenes Boot und irgendwie, oder irgendeinen komischen Typ mit der Kapuze, wo du irgendwie etwas musst geben und in deinem Inventar, das Fisch ist ja wie nicht so schwierig. Es ist wie so ein Tetris. Fische haben ja so verschiedene Formen. Das habe ich vorhin im Trailer gesehen. Das sieht recht geil aus. Also es ist ein bisschen wie in Resident Evil, oder? Genau, so völlig. Das Zeug richtig musst anordnen und dann hast du Inventar viel und musst etwas loswerden. Ja, das finde ich immer super. Ja. Und dann kannst du natürlich immer ein grösseres Inventar bauen, größere Kapazität für Licht und für Motoren. Und dann eben, jetzt super, ich finde es wirklich super. Geil gemacht, lustige Story und viel, viel zu entdecken. Und eben, weißt du, und dann bist du unterwegs, oder? Und dann findest du eben so, ja, jetzt ist 4 und so, komm jetzt hier ums Eck noch geschwind irgendwie, geh ein Fischchen fangen und dann fahrst du raus. Und dann Zeit vergeht vor allem beim Fischen, oder? Yeah. Wenn du einfach fahrst, läuft sie sehr langsam. Und dann fischst du und dann plötzlich merkst du, oh shit, jetzt ist schon irgendwie 8, oder? Und dann, ja, aber ist egal. Weißt, wenn du, solange du langsam fährst, dann siehst du ja die plötzlich aufpoppenden Hindernisse. Mhm. Hey, und plötzlich irgendwie, sehe ich irgendwie so im Augenwinkel, es schwimmt vorbei, irgendein verdammter Hure Fisch rammt mir einfach irgendwie, zack, bumm, untergegangen. Und ich sag dir, in der Nacht hat es Sachen. Das tun wir dort. Oh, wow. Das ist schon geil. Ist schon geil. In der Nacht bist du wirklich immer so ein bisschen auf Spannung. Ist geil. Das ist dann super cool, geht zum Osterweg. Ich glaube, das lade ich mir für die Switch. Aber es gibt es für die Switch, oder? Ja, genau. Switch auch. Das läuft garantiert super. Ja. Dredge. Ich glaube, was habe ich geschrieben? 20, 30 Stutz. 30 Stutz hast du geschrieben. Das kann ich mega empfehlen. Macht mega Bock. Super motivierend. Und genau, cool. Spiele ich sicher auch noch weiter.
Es klingt nach so einer angenehmen Ruhe, im Gegensatz zum anderen, wo du vorher gesagt hast, es passiert einfach nichts und es ist langweilig. Und da ist zwar auch irgendwie ruhig, aber gleich hast du immer etwas zu tun. Eben genau, der Loop ist viel besser. Das andere ist, ist auch amigs motivierend, aber einfach nur stellenweise. Es fährt mir dann amigs wie, dort spiele ich eine Stunde und finde es ein bisschen... Und beim anderen finde ich so, yes, jetzt gehe ich da holen, gehe ich da holen. Ja, das ist geil. Super Sache. Gut, also, jetzt sind wir doch bei Zeit durchgekommen. Wir checken es eben doch. Ja, Punkt. Wir sind super. Wir sind super. Wenn ihr sonst zulässt, noch ein paar gute Game-Tipps habt für uns oder Film-Tipps und so, könnt ihr sie uns schicken oder keine Ahnung. Vielleicht habt ihr sonst einfach was auf euch auf dem Herzen liegt. Könnt ihr uns Moment. Ja, genau. Oh ja. Podcast@digitec.ch oder in unserem Discord. Könnt ihr uns anschreiben und gerne mitdiskutieren. Sonst danken wir euch fürs Zuhören. Und Tommy und Michelle und Luca, danke vielmals fürs Mitquatschen. Bis in einer Woche und dann eine schöne Ostern und tschüss miteinander. Tschüssi. Tschüss zusammen.